Ja, schönen guten Abend an alle, die gerade schon da sind. Schön, dass Sie und ihr schon hier sind. Wir warten jetzt noch 2 bis 3 Minuten, 1 bis 2 Minuten, bis sich die Audienz noch ein bisschen mehr füllt und bis noch mehr ZuschauerInnen da sind, die sich noch angemeldet haben. Und solange kann ich mich schon mal einmal vorstellen und ein, zwei Dinge zur Technik sagen. Mein Name ist Eike Schmidt. Ich bin unter anderem Trainer für Kulturwald, für den Freiwilligendienst der Deutschen UNESCO-Kommission und des Auswärtigen Amts und werde heute euch und Sie ein bisschen durchs Programm führen. Genau. Im Moment wird gerade noch ein Bildschirm geteilt. Später haben Sie und ihr dann die Möglichkeit, via Zoom die SprecherInnen und oder Galeriefunktion zu wählen. Das heißt, oben rechts in dem Bildschirm wird es dann ein Feld geben, wo Sie dann auswählen können, ob Sie den Sprechermodus sehen wollen. Das heißt, dann sehen Sie die Person, die gerade spricht, in dem Fall mich, oder eine andere Person ganz groß und alle anderen nur als kleine Balken oben drüber. Oder Sie können die Galerieansicht sehen, dann werden Sie gerade im Gespräch am Ende alle Leute sehen, die genau, die am Gespräch teilhaben. Später können Sie und Ihr Fragen stellen, und zwar über die F- und A-Funktion, also die Question- und Answer-Funktion, die Frage und Antwort. Die finden Sie ganz unten in der Mitte der unteren Seite des Bildschirms. Genau, und hier schon mal ein kleiner Hinweis. Wir befinden uns gerade in einem Livestream, der wird über YouTube live gestreamt. Das wird allerdings Sie nicht betreffen, weil Sie nur ZuschauerInnen sind. Das betrifft dann hauptsächlich die GesprächsteilnehmerInnen und mich. Und genau, ansonsten datenschutztechnisch ist das für Sie alles kein Problem. Ein kleiner Hinweis noch, wenn Sie über die Frage- und Antwortfunktion Fragen stellen wollen und nicht möchten, dass Ihr Name gesehen wird, das wird nämlich normalerweise bei den Fragen, dann können Sie noch Ihren Namen entweder umändern oder sich auf anonym stellen bei den Fragen und Antworten. Da kommen wir aber später drauf. Und genau, das nur schon mal als kleiner Hinweis am Anfang. Genau, auch herzlich willkommen an alle, ja, herzlich willkommen an alle anderen, die jetzt gerade noch dazugekommen sind. Und ich möchte auch schon mal unsere Gäste bitten, das Video schon einmal anzuschalten, dass wir schon mal sehen, wer einmal alles da ist. Genau. Wir haben verschiedene Gäste aus verschiedenen Bereichen und die werde ich auch gleich nochmal in Ruhe vorstellen. So, jetzt haben wir Sie auch groß. Hallo, schön, dass Sie da seid. Sehr gut. Gut, dann würde ich vorschlagen, dann fangen wir jetzt quasi offiziell an. Schön, dass ihr alle da seid auf den Bildschirmen und ganz, ganz herzlich willkommen für alle, die jetzt gerade hinter den Bildschirmen sitzen, ob ihr und sie via Zoom euch direkt hier mit zugeschaltet habt oder das Ganze über den YouTube-Livestream schaut oder eventuell über den Livestream-Link auf der UNESCO-Website. Wir freuen uns sehr, dass wir heute miteinander sprechen können über ein sehr wichtiges Thema und freuen uns auch, dass andere Leute interessiert sind. Genau. Und jetzt gibt es gleich noch ein paar kleine Ankündigungen von mir. Aber ich wünsche euch und Ihnen schon mal einen ganz schönen Abend und hoffe, dass wir das Programm so gestalten können, dass uns das allen Spaß macht. Sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Genau, ich stelle mich noch einmal vor. Mein Name ist Eike Schmidt. Ich wohne in Kiel und bin unter anderem für Kulturwald, den Freiwilligendienst der Deutschen UNESCO-Kommission und des Auswärtigen Amts als Trainer beschäftigt und mache da viel mit Freiwilligen oder mit den Alumni und wurde heute gefragt, ob ich das moderieren möchte und möchte das sehr gern. Wir haben auch ganz viele Gäste heute und wir haben zum Beispiel, ich stehe hier einmal kurz die Liste durch, wir haben Maria Fronz vom Eine Welt Netzwerk Thüringen. Maria ist auch eine Kulturwald-Alumna. Dann haben wir Tara Kasriram, auch eine Kulturwald-Alumna. Und sie ist für Whale and Dolphin Conservation, eine Wal- und Delfinorganisation, als Campaignerin tätig im Moment. Dann haben wir Tobias Rosteberg. Tobias ist im
in einer Projektschule der Deutschen UNESCO-Kommission in Osterode tätig. Dann haben wir noch Vincent Lokab und Laura Rupenow. Die beiden sind uns heute von dem Verein, ich weiß gar nicht, ob ihr ein Verein seid, der Initiative, dem Verein JUPAN zugeschaltet, wobei es darum geht, das ist das Jugendpanel für nachhaltige Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Genau, dann haben wir noch Florian Kübler von der Deutschen UNESCO-Kommission. Er wird heute einen kleinen Input zum Thema halten. Und dann haben wir noch Anna Rudloff, auch eine Kulturweit-Alumna. Und sie ist vor allem mit dem Projekt Climate Sale, Klimasale unterwegs, wo es darum geht, mit jungen Menschen segeln zu gehen und während diesen Segelturns auch über Bildung und für nachhaltige Entwicklung aufzuklären und Nachhaltigkeit. Genau, herzlich willkommen euch allen, herzlich willkommen allen Leuten hinter der Kamera. Noch einmal der Hinweis, das Ganze wird aufgezeichnet, aber das betrifft letztendlich nur uns, die jetzt gerade in der Kamera sichtbar sind, alle, die nur als Zuschauerinnen dabei sind, sie betrifft das jetzt gerade nicht. Außer nachher in der F&A-Funktion, da, wenn Sie da nicht mit dem Namen gesehen werden wollen, dann können Sie das gerne umschalten. Und nochmal der Hinweis, die SprecherInnen-Ansicht oder die Galerieansicht kann man oben rechts im Bildschirm verändern. Im Moment, wenn Sie uns alle sehen wollen, dann sprechen, machen Sie auf die Galerieansicht. Wenn Sie nur eine Person sehen wollen, auf die Sprecheransicht. Gut, wir sind heute hier im Café Cosmo, von angeboten von Kulturweit. Und wir haben heute das Thema Corona-Pandemie als Herausforderung für globale Bildung. Und ich glaube, zur aktuellen Situation muss ich gar nicht so viel mehr sagen. Die Corona-Pandemie betrifft alle Lebensbereiche global, in fast allen Ländern. Und die Veränderungen, die damit einhergehen, sind auch in allen Bereichen sichtbar. 90% der Schulen global sind geschlossen oder Teilzeit geschlossen, inzwischen in Deutschland auch schon wieder geöffnet, in manchen Städten und manchen Bundesländern. Und vor allem, was es betrifft, ist der unmittelbare Austausch zwischen den Menschen. Das heißt, durch die Abstandsregelungen, der unmittelbare Austausch ist das, was weniger geworden ist. Ganz viele digitale Lösungen wie Webinare und Online-Seminare oder jetzt auch so eine Veranstaltung wie diese, die wir jetzt gerade haben, geben da schon Abhilfe und überbrücken die Lücke, die das Ganze hinterlässt. Und auch für die Schulen wird das genutzt. Nichtsdestotrotz ist das Bildungssystem und die informelle und formale Bildung vor relativ große Herausforderungen gestellt. Und wie sich das auswirkt, damit wollen wir heute mit den Gästen, die hier gerade da sind, miteinander sprechen. Genau. Ja, also ich noch einmal die Leitfragen vielleicht für diesen Abend. Wie kann das Ziel der Sustainable Development Goals, weil im Moment seit 2020 ist auch die UN-Dekade Education for Sustainable Development towards achieving the SDGs, also die Sustainable Development Goals, ist gerade angebrochen. Und unsere Frage ist, wie kann das Ziel in Zeiten der Krise nicht aus den Augen verloren werden? Wie läuft Bildung in Krisenzeiten in anderen Teilen der Welt ab? Und wie ist Begegnung und Voneinanderlernen dennoch möglich, auch wenn wir uns gar nicht so unmittelbar begegnen können? Genau. Ein paar Worte zum Ablauf. Ich mache jetzt gerade noch ein bisschen die Einführung. Danach werde ich die Gäste bitten, sich einmal persönlich vorzustellen, dass sie und ihr einmal einen persönlichen Einblick über uns bekommt, wer wir so sind. Danach werden wir einen kurzen Impuls hören aus verschiedenen Bereichen, also kurze kleine Impulse zum Thema. Und anschließend werden wir in ein Gruppengespräch übergehen. Und während dieses Gruppengespräches haben Sie dann, also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben dann die Möglichkeit, über die F&A-Funktion Ihre Fragen zu teilen, um dann, dass wir am Ende des Gruppengesprächs diese Frage nochmal aufgreifen können. Genau. Ein letzter Hinweis noch. Wir werden versuchen, das Ganze immer wieder, dass es immer wieder so kleine, kurze Pausen gibt. Nicht unbedingt gewollt, manchmal vielleicht auch ungewollt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es vollkommen okay ist, wenn zwischendurch mal jemand nicht spricht. Das ist dann für Sie die Möglichkeit, zu Hause vor dem Bildschirm einmal durchzuatmen, sich kurz zurückzulehnen
oder mal aus dem Fenster zu kauen, Fenster zu schauen. Vielleicht sich mal einmal kurz zu strecken und eine andere Sitzposition einzunehmen. Weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich zu lange vorm Computer sitze, irgendwann wird mein Rücken steif und das ist alles mal nicht so gut. Also die nächste Position, Sitzposition ist immer die beste. Ja, und das war es auch schon zu den einführenden Worten. Wir werden jetzt einsteigen und ich wünsche Ihnen allen und uns einen wunderschönen Abend. Und damit übergebe ich direkt an Florian Kübler, der sich als erstes einmal vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Eike. Mein Name ist Florian Kübler. Ich arbeite seit April 2019 für die Deutsche UNESCO-Kommission in der Bundeskoordination der UNESCO-Projektschulen und freue mich sehr, euch und Ihnen heute Abend einen kurzen Einblick in unser Netzwerk zu geben und in den Umgang hauptsächlich unserer Schulen mit der Pandemie und eben gerade, was auch schon angesprochen wurde, wie es trotzdem möglich ist, Begegnungen zu schaffen und auch in dieser Zeit voneinander zu lernen. Ich freue mich sehr auf heute Abend, bin gespannt und übergebe das Wort an Tobias. Ja, ich bin Tobias Rusteberg, Lehrer am Tilman-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode am Harz, nahe Göttingen. Göttingen ist ja im Moment jeder oder jedem bekannt. Ja, wir sind UNESCO-Projektschule und bei uns ist das Besondere, was mich auch wirklich stolz macht, ist, dass die Agenda 2030 im Schulprogramm verankert ist. Das heißt, wir haben sozusagen den UNESCO-Status und die Agenda 2030 als gemeinsame Haltung verkörpert. Und in dieser Zeit ist es natürlich schwierig, die internationalen Partnerschaften mit Realbegegnungen zu leben. Da kommen wir sicherlich später noch drauf. Also wir haben Partnerschaften innereuropäisch in Polen, in Spanien und in Frankreich. Und ich selbst bin Initiator der Schulpartnerschaft mit Kaolack in Westafrika, in Senegal. Und wenn alles glatt geht, ist auch einer der Kontaktlehrer aus Senegal aktuell zugeschaltet. Ich wünsche mir auch eine rege Diskussion und freue mich sehr auf den Austausch. Ich gebe das Wort an Maria. Hallo, dann auch herzlich willkommen. Schönen guten Abend von mir. Mein Name ist Maria Fronz. Ich arbeite beim Eine-Welt-Netzwerk Thüringen. Das ist das entwicklungspolitische Landesnetzwerk in Thüringen, eines von insgesamt 16. Und hier bin ich tätig als Koordinatorin der entwicklungspolitischen Bildungstage, also der TEBIT, der Thüringer Entwicklungspolitischen Bildungstage. In diesem Projekt ermöglichen wir sozusagen die Vermittlung von Bildungsveranstaltungen im schulischen, aber auch im außerschulischen Rahmen zu Themen des globalen Lernens, also Globalisierung, Nachhaltigkeit, Alltag in anderen Ländern, fairer Handel sozusagen in diesem ganzen Spektrum, aber auch Menschenrechte, Klimawandel sozusagen da relativ breit gefasst. Deswegen, ja, freue ich mich auch einfach zu hören, wie in diesem ganzen Themenfeld wir heute auch zusammenkommen. Und zusätzlich sozusagen in meiner Funktion bin ich auch noch Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft BNE in Thüringen. Also habe nicht nur sozusagen diesen Blick auf schulische und außerschulische Bildung, sondern sozusagen auch den zivilgesellschaftlichen Blick von Akteursseite und würde mich auch da freuen, wenn wir einfach auch schauen können, wie sich da natürlich die Situation jetzt gerade auswirkt, wie auch die Akteure damit gerade umgehen und Lösungen finden. Ich gebe das Wort an Anna Rudloff. Hallo, genau, ich bin Anna Rudloff. Ich bin ebenso wie Eike gerade in Kiel und habe hier vor ein paar Wochen den Studiengang Sustainability, Society and Environment abgeschlossen und bin zurzeit vor allem tätig in dem Projekt Klimacell. Klimacell ist ein Projekt der Nordkirche und da sind wir als 18- bis 30-Jährige, vor allem Studierende, als Teamerinnen mit Jugendlichen auf alten Segelschiffen unterwegs. Und genau, es geht immer etwa 5 bis 17 Tage und dort sprechen wir über alles, was die Jugendlichen im Bereich nachhaltige Entwicklung genau irgendwie zurzeit begegnet. Wir reden ganz viel darüber, was mit den Küsten passiert, was mit den Menschen auch, also was die Menschen mit den Küsten, was sie zusammenbringt. Wir schauen, was mit den Lebewesen in den Ozeanen passiert. Genau, das ist mein Hauptengagement eigentlich. Genau, ich habe vor ein paar Jahren auch Kulturwelt selbst gemacht und habe nach meinem Freiwilligendienst die BNE-Teamerinnen-Ausbildung absolviert. Und jetzt gebe ich weiter an Laura.
Ja, schönen guten Abend und hallo auch von mir. Ich bin Laura Rupenow und bin unerwartet aufgeregt, weil es sehr ungewohnt ist, gerade live zu sein. Ich studiere gerade den Master Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeitsbildung in Hildesheim und erlebe daher die Corona-Situation ja gerade aus der Sicht einer Studentin und bin ehrenamtlich im UPEN aktiv. Wir sind das Jugendpanel für Bildung für nachhaltige Entwicklung vom BMBF. Und ja, ich bin dort Mitglied seit Ende 2018, habe Bildung für nachhaltige Entwicklung zum ersten Mal im Freiwilligen Ökologischen Jahr kennengelernt und erlebt, was übrigens meine Alternative zu Kulturweit war. Ich saß nämlich auch bei einem Bewerbungsgespräch für Kulturweit und dann ist es bei mir aber doch das FLJ geworden, was aber auch gut so war. Und ich gebe mal weiter an meinen Kollegen Vincent. Mein Name ist Vincent Luhrkamp, ich studiere in Greifswald Politikwissenschaften, bin auch unter anderem im UPEN und setze mich da für nachhaltige Bildung ein und außerdem auch für den Bereich Europabildung. Und wir wollen heute über die Corona-Resolution sprechen und Corona auf die Bildungslandschaft in Deutschland hat. Ich würde weitergeben dann an Taraka. Danke, Vincent. Ja, guten Abend alle zusammen, die jetzt zuschauen. Ja, ich bin Taraka Sriram, ich bin Sprach- und Politikwissenschaftlerin und bin heute dabei, weil ich Kulturweit Alumna bin. Also 2010 war ich als Kulturweit Freiwillige bei der Bolivianischen Nationalkommission UNESCO Combinabol im Einsatz und also in La Paz, Bolivien. 2015 habe ich die Meeresbildungsinitiative Ocean Education gegründet. Da geht es darum, Vorträge und Workshops zu halten, um für die Schaffung eines weltweiten Netzwerkes von streng geschützten Meeresschutzgebieten zu kämpfen. Derzeit bin ich dabei, Menschen für zum Thema Mikroplastik, Plastik und Umweltgiften zu inspirieren beziehungsweise zu schauen, was man da tun kann dagegen. Ich bin Teil weltweit 300 Frauen von Expedition. Das ist ein Citizen Science Projekt, das ist eine Segelmission, bei der es darum geht, eben diese Substanzen zu untersuchen und welche Auswirkungen die auf die Frauengesundheit haben. Und hauptberuflich bin ich Campaignerin bei Whale and Dolphin Conservation. Das ist die weltweit größte Wal- und Delfinschutzorganisation und setze mich dagegen den Stopp des Wal- und Delfinfangs weltweit ein und informiere Leute über die spannende Frage, wie Wale das Klima schützen. Ja, ich freue mich auf heute Abend und ich gebe weiter. Ich glaube, der Florian war noch nicht dran. Ich glaube, der Florian hat angefangen. Deswegen übernehme ich. Ich glaube, dann sind alle durch, ne? Richtig, genau. Ja. Genau, dann sind wir alle durch. Dann wissen wir zumindest jetzt, wer wir sind. Wir haben uns auch vorher schon kennengelernt, natürlich. Genau, aber auch alle, die jetzt gerade zu Hause vor dem Bildschirm sitzen, wissen, wer wir sind. Und bevor wir jetzt ins Thema richtig einsteigen, wir wollen jetzt ins Thema einsteigen. Und das machen wir mit mehreren kleinen Inputs. Und der erste Input, der kommt von einer der UNESCO-Projektschulen in Bergamo in Italien. Und es gab nämlich vor einiger Zeit einen Aufruf der deutschen UNESCO-Kommission mit dem Aufruf We are Global Citizens. Und das ging vor allem raus an deutsche UNESCO-Schulen mit dem Hinweis, in Kontakt zu treten mit den Partnerschulen, mit den UNESCO-Partnerschulen weltweit. Und dieses Video, was wir jetzt gleich sehen können, was mich auch sehr berührt hat, ist ein Video, was als Antwort darauf zurückgekommen ist. Und dann möchte ich jetzt einmal die Technik, da ein noch kurzer Hinweis. Wir haben nämlich zwei wundervolle Personen im Hintergrund, Johanna Wahl und Anna Lied, die für uns die Technik von Kulturwelt machen. Also ein großes Dankeschön, dass ihr uns den Rücken frei haltet, was die Technik angeht. Genau, und jetzt dürft ihr euren ersten, ihr dürft einfach jetzt loslegen, das Video abspielen. Abbiamo ragionato un po' insieme delle vostre difficoltà, di quello che significa stare chiusi in casa, della quarantena, dell'emergenza sanitaria, di che cosa succederà e abbiamo condiviso un po' appunto tutti insieme una serie di riflessioni. Ora, per dare un senso un pochino ulteriore a questo esercizio, vorrei che voi scriveste su un foglio di carta la cosa
che vi manca di più in assoluto in questo periodo di quarantena, in questo periodo in cui siamo chiusi in casa e non possiamo uscire. Mi serve una matita, qualcuno me la può prestare? Sì, ce l'ho io. Wunderbar, vielen Dank. Das war schon der erste Input. Und der zweite Input folgt zugleich, nämlich von Florian Kübler. Und Florian ist bei der Deutschen UNESCO-Kommission zuständig für den Fachbereich der UNESCO-Projektschulen und wird uns jetzt ein bisschen aus seinem Fachbereich erzählen. Florian, stage is yours. Ja, vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank auch noch an die Kolleginnen von Kulturwald für die Einladung und die Organisation der Veranstaltung. Ich freue mich, heute hier für die Bundeskoordination der UNESCO-Projektschulen teilzunehmen und bei der doch ein bisschen anderen langen Nacht der Ideen als sonst. Und ich freue mich besonders, dass wir gerade gemeinsam den eindrucksvollen Film sehen konnten aus Bergamo. Die Schule in Bergamo hat eine Partnerschule hier in Deutschland, in Rüsselsheim. Und diese Schule ist UNESCO-Projektschule. Das ist die Alexander-von-Humboldt-Schule. Und der Film hat uns in der Bundeskoordination im Zuge eines Aufrufs erreicht, welchen wir Anfang Mai in unserem Netzwerk begonnen haben. Eben dem Aufruf, wie vorhin schon gesagt wurde, We are all global citizens. Vor einigen Wochen, als viele Schulen geschlossen waren, haben wir uns in der Bundeskoordination gefragt, was diese Pandemie und hauptsächlich auch natürlich die Schulschließung für die Arbeit an der Schule bedeutet, welche Erfahrungen Schülerinnen und Schüler in der jetzigen Zeit machen und auch welche Erfahrungen Lehrkräfte machen. Und wir dachten uns, Verschiedenes kann in einer solchen Situation den Alltag prägen. Es können natürlich Sorgen sein, es können Ängste sein, es kann mit Sicherheit auch Überforderung sein, aber es kann eben auch Hoffnung sein, es kann Kreativität sein und es kann auch die Erkenntnis von neuen Chancen sein. Und vorhin wurde es schon mal von Eike auch angesprochen, in den vergangenen Wochen waren über 90% der Schulen zumindest mal im Verlauf der Pandemie geschlossen. Und auch wenn mittlerweile zumindest hier in Deutschland Schulen wieder öffnen, war und sind diese Schulschließungen ein Grund, den Blick über den eigenen Bereich, quasi über den Tellerrand hinaus eben zu gehen und auf die weltweiten Schulpartnerschaften und Kooperationen unseres Netzwerks zu richten. Und das haben wir eben mit dem Aufruf We are all global citizens getan und versucht. Wir haben in den letzten Wochen dann unsere Schulen in ganz Deutschland aufgerufen, Partnerschulen und Kooperationspartner weltweit eben zu kontaktieren und Erfahrungsberichte, Gedanken, Solidaritätsbekundungen oder auch Sonstiges zur aktuellen Situation einzuholen. Und
damit auch gemeinsam im Sinne der Global Citizenship Education Gemeinsinn und Solidarität zu stärken. Die knapp 300 UNESCO-Projektschulen in Deutschland haben Schulpartnerschaften in über 80 Länder weltweit. Und diese Internationalität in der Phase einer weltweiten Pandemie sichtbar zu machen und zu stärken und damit auch dazu beizutragen, sich als Global Citizen zu fühlen, war und ist auch die Intention unseres Aufrufs. Wir haben sehr viele Einsendungen dann auch bekommen, Fotos, Filme, wie gerade gesehen, Solidaritätsbekundungen, Erfahrungsberichte, künstlerische Beiträge. Uns haben diese Einsendungen aus über 25 Ländern der Welt erreicht, was es natürlich sehr gefreut hatte, wenn man einfach wieder auch sieht, wie stark das Netzwerk ist und wie international das Netzwerk ist. Aus der Fülle der Materialien entsteht jetzt in den kommenden Tagen, Wochen ein Überblick, wie die weltweite Lage sozusagen an den Schulen war. Und wir werden die Materialien dann auch aufbereiten und veröffentlichen, unter anderem auch auf der Homepage der Deutschen UNESCO-Kommission. Und diese eingesendeten Materialien und die gemeinsam entstandenen beidseitigen Bildungsprojekte der Partnerschulen zeigen uns als Bundeskoordination, mit wie viel Engagement und Kreativität und auch mit wie viel Innovation die Schulen im Netzwerk die Situation angenommen haben und hauptsächlich auch, wie sie die Situation in konkrete Bildungsarbeit umwandeln. Und das ist das, was uns umso mehr freut. So war es zum Beispiel bei uns im Netzwerk, haben viele Schulen in den vergangenen Wochen digitale Schülerinnenaustausche, digitale Projekttage und weitere digitale Angebote entwickelt und damit auch digitale Bildung in Einklang mit Nachhaltigkeit und eben Global Citizenship Education gebracht. Es ist für uns beeindruckend, wie viel Engagement und Überzeugung im Netzwerk steckt und wie sehr sich die Akteurinnen in unserem Netzwerk hier in Deutschland, aber hauptsächlich auch im internationalen Netzwerk der UNESCO-Projektschulen, dem ASP.NET mit über 12.000 Schulen in über 180 Ländern der Welt als Global Citizens verstehen und hauptsächlich, wie sie diesen Begriff oder die Schlagworte Global Citizen mit Leben füllen. Das ist das Ermutigende auch in dieser Zeit. Ich freue mich sehr, dass ich heute nicht alleine sozusagen das Netzwerk repräsentiere, sondern dass auch Herr Rusteberg da ist. Er hat sich ja gerade auch schon vorgestellt. Er wird mit Sicherheit gleich jetzt noch ein bisschen mehr aus der Praxis berichten. Und ja, ich freue mich einfach jetzt auf die Einblicke und auch für die spätere Diskussion. Und danke nochmal für die Einladung und ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, was für eine Steilvorlage. Ich bin jetzt ein 300stel und das auch noch nicht mal, weil bei uns an der Schule mehrere Kolleginnen und Kollegen diesen UNESCO-Gedanken moderieren und koordinieren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich einfach auch mal bei der Bundeskoordination zu bedanken, denn was gerade in dieser Pandemie deutlich geworden ist, die Gedanken der Bundeskoordination, das heißt die Impulse, die dort in das Netzwerk geleitet werden, die stoßen ja auf wirklich fruchtbaren Boden, wie man eben eindrucksvoll gesehen hat. Und bei uns in Osterode ist es eben ähnlich. Also wir nehmen die Bundeskoordination als Impulsgeber, aber auch als fantastischen Resonanzraum wahr, der letztendlich spiegelt, nochmal ausschärft, vielleicht Vernetzungen herstellt. Und so sehe ich auch die Ehre, heute Abend hier sprechen zu dürfen. Blick aus der Praxis, Florian. Ich würde es ganz konkret machen. Also Teil 1 meines kleinen Vortrags, meine Betroffenheit, und Teil 2, was wir daraus gemacht haben. Betroffenheit ganz konkret. Wir sind Ende Februar mit einer Schülerdelegation aus Kaolack, Westafrika, zurückgereist, haben an den Flughäfen schon erste Fieberkontrollen wahrgenommen und Wuhan war noch ganz weit weg. Das hat sich in den Wochen danach rasant geändert, sodass letztendlich Schule selbst, aber Begegnungen schon gar nicht mehr möglich waren. Und wir haben letztendlich unsere Juni-Begegnung, die in Dakar hätte stattfinden sollen, gemeinsam mit dem Goethe-Institut, genauso unsere September-Begegnung, die in Osterode jetzt stattfinden sollte. Wir mussten de facto 27 Flüge canceln. Das ist erstmal eine monetäre Betroffenheit, aber noch viel mehr eine zwischenmenschliche Katastrophe. Denn wir haben auf beiden Seiten der Erdhalbkugel junge Menschen sitzen, die sich auf Begegnung freuen. Das ist eben in dem Bergamo-Video, glaube ich, die Hauptmessage. Junge Menschen wollen andere junge Menschen treffen. Die wollen nicht zu Hause sitzen, die wollen sich begegnen, die wollen sich in die Arme nehmen, die wollen zusammen lachen, die wollen zusammen Fotos machen, die wollen Musik machen, die wollen Sport machen, Augenhöhe und gemeinsame Zeit. Diese Betroffenheit betrifft aber auch nicht nur junge Menschen, sondern auch uns Kolleginnen und Kollegen. Ich hätte auch gerne meine Freunde in Kaolack wieder getroffen. Ich wäre sogar im Februar noch, und das ist meine zweite Betroffenheit,
als Stifter der LHGU Foundation nach Kaolack gereist, weil wir dort gerade an einem Eine-Welt-Projekt arbeiten. Wir werden eine Grundschule und eine Krankenstation mit den Partnern vor Ort entwickeln, was den Menschen zugutekommen soll. Gerade in dieser Corona-Pandemie wäre das natürlich extrem wichtig und wir arbeiten mit Hochdruck daran. Das heißt, ich war sozusagen als Lehrer, aber auch als Stifter betroffen. Was haben wir aus dieser Situation gemacht, Teil 2? Wir haben uns gesagt im UNESCO-Leitungsteam, wir müssen diese Zeit mit positiven Erfahrungen füllen, so gut das eben möglich ist. Und da haben wir 2 Aufrufe gestartet. Der erste Aufruf, der hieß dem Sinn nach, wenn wir uns schon nicht treffen können, dann sind wir doch wenigstens kreativ von zu Hause aus. Das ist ein sehr offener Aufruf. Es kamen bewegende Texte aus unseren internationalen Partnerstädten, aus Ostroda, aus Amontier, eben auch aus Kaolack. Wie erlebt ihr das gerade? Wie ist das für euch, diese sogenannte Curfew, diese Ausgangssperre? Wie geht ihr um mit der aufkommenden Regenzeit? Wie macht ihr das mit euren mobilen Kontakten? Was ist gerade bei euch? Also ganz konkrete Dinge. Wir hatten aber auch Kunstbilder unserer Fünftklässler, die einfach einen Regenbogen gemalt haben und geschrieben haben, wir hoffen auf eine bessere Welt, als es jetzt gerade der Fall ist. Also hochbewegend, so wie man es eben bei Bergamo auch gesehen hat. Und dann haben wir gesagt, als zweiten Schritt wollen wir noch sozusagen eine Bewegungsaktion dazu schalten. Und da kam die Idee auf, wir haben einfach mal gegoogelt, wie viele Kilometer entfernen uns eigentlich gerade von unseren 4 internationalen Partnern. Das sind so Pi mal Daumen 10.000 Kilometer. Und da haben wir unsere Schulgemeinschaft aufgerufen im Mai, also 1. Mai bis 31. Mai, schaffen wir zusammen, natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Regeln, diese 10.000 Kilometer einzuspielen, also zu wandern, Rad zu fahren mit den Nächsten, vielleicht auf dem Heimtrainer oder Ähnliches. Ich kann heute mit Stolz berichten, dass wir über 11.500 Kilometer geschafft haben und im Moment sind wir sozusagen auf dem symbolischen Rückweg. Ich kann jetzt heute Abend nicht auf meinem Heimtrainer strampeln, weiß aber, dass das hunderte andere tun. Wir werden auch die 10.000 jetzt schaffen, so viel darf ich vorwegnehmen. Und man sieht, man kann aus jeder Krise auch etwas Positives ziehen. Und ich glaube, und damit möchte ich meinen kurzen Input schließen, die Corona-Zeit hat uns eindrucksvoll gezeigt, dass Realbegegnungen durch nichts zu ersetzen sind. Und wir wissen, Dinge zu schätzen, die vorher normal waren. Und wir müssen einfach hoffen und unser Bestes dafür geben, dass diese Dinge auch wieder Normalität werden. Wir arbeiten auch gerade mit Hochdruck an einem virtuellen Treffen. Aber auch da gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, die eben schwierig sind auf beiden Seiten zur gleichen Zeit, Schulschließungen und so weiter. Aber ich denke, da kommen wir später auch nochmal drauf. Ich würde jetzt das Wort an Anna geben. Ich glaube, ich würde das Wort mal einmal nochmal an Laura weitergeben. Laura und Vincent nämlich. Die beiden werden nämlich von Jupan erzählen, dem Jugendparlament für Nachhaltigkeit. Und ihr möchtet uns ein bisschen was über eure Corona-Resolution erzählen. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Also, stage is yours. Ja, vielen Dank. Wir haben auch ein paar Folien mitgebracht, die gerade erscheinen. Perfekt. Genau. Ja, ich fange einfach schon mal an. Ich weiß nicht, ob das noch auf Vollbild geht oder nicht. Genau, wir haben uns ja vorhin schon kurz vorgestellt. Ich bin Laura, ich bin hier mit Vincent. Wir sind vom UPenn. Was ist das UPenn eigentlich? Damit wollen wir mal starten. Einmal die nächste Folie, falls das bei der Technik gerade klappt. Bei mir steht das Bild nämlich gerade. Das schien nicht geklappt zu haben. Ja, vielleicht kann ich trotzdem einfach schon mal erzählen, wer wir sind. UPenn steht für Youth Panel, also wir sind das Jugendpanel für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und wir sind Teil der nationalen Plattform Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das UPenn besteht aktuell aus 25 jungen Menschen zwischen 16 und 25 ungefähr. Und wir sind einfach dafür da, um, ich habe gerade erstmal gecheckt, ob mein Mikro an ist, ja. Wir sind dafür da, um die jugendliche Perspektive in diesen ganzen BNE-Prozess mit reinzubringen. Das heißt, wir sind aktiver Bestandteil der nationalen Plattform, also wir sitzen auch in den Fachforen mit drin. Da gibt es ja für alle Bildungsbereiche unterschiedliche Fachforen und auch für die informelle Bildung und so weiter und so fort. Da haben wir Plätze mit drin und geben quasi auch aktiv unsere Stimme mit in den ganzen Prozess rein, sind Ideengeber und Geberinnen,
dienen auch als Multiplikatorin. Das heißt, wir gehen auch, sofern es die Situation zulässt, live oder digital auf verschiedene Veranstaltungen, reden mit jungen Menschen und versuchen eben wirklich nicht nur unsere Meinung einzubringen als individuelle Menschen, sondern versuchen auch hier und da aufzuschnappen, was machen andere junge Menschen und was braucht BNE gerade. Genau, eigentlich würden wir jetzt noch eine Grafik sehen, wie diese nationale Plattform aufgebaut ist und wo wir uns da befinden, aber das kann man sich auch einfach online nochmal anschauen, wenn jemanden das interessiert. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert, ob ich noch hätte etwas sagen müssen, weil die Folien gerade nicht da sind, aber ich glaube, an der Stelle würde ich schon zu Vincent übergeben, der jetzt nochmal erklären wird, was es eigentlich mit dieser Corona-Resolution auf sich hat und warum wir das eigentlich gerade machen. Super, vielen Dank. Genau, ich würde gerne einmal kurz nochmal darüber sprechen, was ist eigentlich diese ominöse Corona-Resolution, wovon wir die ganze Zeit sprechen. Und genau, wir haben die Möglichkeit bekommen, als Jugendbeirat für nachhaltige Bildung diese Resolution zu koordinieren. Und es geht darum, dass verschiedene Akteure hier eine Stellungnahme abgeben darüber, wie Corona die Bildungslandschaft ergreift oder welche Probleme wir hier gerade sehen. Und wir wollen es sozusagen als eine politische Botschaft schlussendlich formulieren und diese weiterreichen an politische EntscheidungsträgerInnen. Und auch eins der natürlich großen Hauptziele, die wir immer versuchen, ist, dass das Thema BNE nicht immer in dieser BNE-Community selber drin bleibt, sondern auch an eine breite Öffentlichkeit getragen wird. Also wir haben viele Ziele und aber auch große Herausforderungen. Und dafür haben wir uns überlegt, dass wir, wie wir das Ganze koordinieren möchten, haben wir an die ganzen Akteure, an die Menschen... Vincent, du bist jetzt leider gerade weg von mir. Bin ich jetzt wieder da? Hört man mich? Ja. Ja, wir hören dich. Ach, schon, gut. Genau, wir haben uns überlegt, wie kann man das am besten umsetzen. Dafür haben wir, weil wir natürlich auch als Jugendbeirat viel auf Partizipation setzen, allen Beteiligten in diesen Fachforen die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern, hier ihre Ideen einzugeben, aber auch die Erfahrung aus der Praxis ganz konkret in die Formulierung der Resolution einstreuen zu lassen. Das war uns sehr wichtig. Dabei sind verschiedene Perspektiven oder auch Momente aufgekommen, die wir versuchen, in dieser Resolution aufzugreifen und als politische Botschaft zu formulieren. Grundsätzlich hat sich viel im Bereich Digitalisierung, also viel in den Antworten hat sich um den Bereich Digitalisierung gedreht und die Frage, wie eigentlich die Schule der Zukunft aussehen kann und welche Rolle Digitalisierung für diese Schulen spielen wird. Und da ist auch vielen Schulen oder vielen Akteuren aufgefallen, dass Digitalisierung noch nicht angegangen worden ist oder dass hier strukturell einfach Möglichkeiten fehlen beziehungsweise auch Ressourcen gar nicht vorhanden sind. Ein weiterer großer Aspekt ist, dass Corona selber aber auch die schon bestehende Bildungsungerechtigkeit in Deutschland hat aufbrechen lassen, dass wir jetzt doch deutlich auch sehen, dass in strukturschwachen Regionen oder strukturschwachen Familien die Probleme einfach noch größer und noch eminenter werden, als sie schon vorher von vornherein hin waren. Und grundsätzlich sind wir der Überzeugung, dass wenn eine nachhaltige Bildung umgesetzt ist, dass hier auch die Corona-Krise hätte doch deutlich abgemildert werden können. Deswegen sind wir daran interessiert, diese Themen an die EntscheidungsträgerInnen der Politik weiterzutragen und hier auch zu formulieren. Schlussendlich geht es uns darum, dass diese Resolution kein stilles Lippenbekenntnis der BNE-Community bleibt, sondern auch eine politische Botschaft mit Tragweite wird. Wir laden natürlich euch und Sie gerne dazu ein, mit uns in Kontakt zu treten, auch eigene Erfahrungen zu teilen. Und vielleicht können wir auch hieraus weitere Kooperationen entstehen lassen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Auf der letzten Folie sieht man noch unsere Kontaktdaten. Wir sind natürlich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen vertreten und Sie können uns auch gerne per E-Mail erreichen. Die sehen Sie auch unten. Vielen Dank und das wäre unser Werbeblock.
Ja, vielen Dank für euren Werbeblock bzw. den kleinen Impuls, den ihr gegeben habt. Wir sehen auch bei uns, klappt das mit der Technik nicht immer, aber das ist ja in den digitalen Zeiten noch, glaube ich, ganz normal. Da stehen wir noch an den Anfängen. Genau, vielen Dank an die ganzen drei Impulse und das Video an die Schule in Bergamo. Was wir jetzt machen, ist, dass wir weitergehen wollen in den Dialog. Das heißt, wir wollen gleich, ich werde gleich eine Frage in den Raum geben und dann können alle GesprächsteilnehmerInnen der Reihe nach erstmal auf diese eine Frage antworten und kann sich da auch ein bisschen 2-3 Minuten Zeit für nehmen. Und anschließend werden wir noch eine Resonanzrunde machen. Also diese Resonanzrunde ist dann einfach dafür da, um nochmal zu schauen, okay, was von dem, was die ganzen anderen Leute gesagt haben, was hat da bei mir resoniert, was hat da eine Seite zum Klingen gebracht? Genau, und anschließend werden wir dann einfach frei übergehen in ein freies Gespräch. In dieser Zeit haben Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie und ihr habt die Möglichkeit, Fragen und Antworten, oder wenn ihr währenddessen, was wir hier besprechen, worüber wir einen Dialog führen. Ich betone nochmal, es ist ein Dialog. Wir wollen nicht so sehr in eine Diskussion gehen. Man kennt das ja manchmal von so politischen Debatten, dass ein Standpunkt kämpft gegen den nächsten Standpunkt und irgendwie reiben die sich dann und gucken, wer stärker ist. Darum soll es bei uns heute nicht gehen. Wir wollen in einen Dialog treten und einfach verschiedene Perspektiven sichtbar machen und auch verstehen. Genau, aber Sie können dann Fragen in die Frage- und Antwortbox unten stellen. Die werden wir dann nach dem Gespräch, so nach ca. 30 bis 40 Minuten, werden wir dann übergehen in einen Teil, wo wir uns genau diese Fragen widmen. Und dann werde ich die Fragen, die einfach aufkommen, einfach an unsere GesprächsteilnehmerInnen weiterleiten, dass sie darüber sprechen können. Ich werde mich die meiste Zeit ein bisschen im Hintergrund behalten und werde euch die Bühne überlassen. Genau. Und jetzt noch einmal die Frage, worüber wollen wir uns sprechen? Die Frage ist die folgende. Aus eurer persönlichen und professionellen Perspektive, weil ihr bringt ja beides mit, sowohl euch als Person als auch den professionellen Hintergrund in der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Aus eurer persönlichen und professionellen Perspektive, wie hat die Corona-Pandemie sich auf Bildung bzw. Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgewirkt? Das ist unsere Frage, die bleibt jetzt einfach so stehen. Und die erste Person, die sprechen möchte, spricht einfach und dann geben wir es dann so, ja, werden wir sehen, wer die nächste Person ist, die spricht. Und hier ist es auch wieder in Ordnung, wenn so kurze Pausen sind, ist kein Problem. Es wird sich die nächste Person finden, die spricht. Können wir darauf vertrauen. Gut, ihr dürft. Ich wiederhole die Frage noch ein letztes Mal. Aus eurer persönlichen und professionellen Perspektive, wie hat die Corona-Pandemie sich auf Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgewirkt? Ich würde einfach gleich schon mal starten. Vielen Dank für die Frage. Ich würde da beim tatsächlich beruflichen Blick erstmal bleiben, weil da habe ich sozusagen den intensiveren Einblick und finde, dass ganz, ganz viel von dem, was wir auch in den letzten Jahren eigentlich schon gemacht haben, jetzt nochmal sozusagen an Drive gewinnt, an Aufmerksamkeit für die Dinge, die wir im Bereich globales Lernen und auch Bildung für nachhaltige Entwicklung schon lange angehen, mit denen wir sozusagen arbeiten, dass das in dieser Zeit jetzt auch mit Schulschließungen und auch mit digitalen Formaten letzten Endes an Gewicht bekommt. Also da meine ich, dass wir sagen, wir setzen an der Lebenswelt der Teilnehmenden an. Die Schüler und Schülerinnen, aber auch im nonformalen Bereich, auch in der Erwachsenenbildung beispielsweise, da ist es wichtig, dass man sozusagen an der Lebenswelt der Teilnehmenden ansetzt und alle haben jetzt sozusagen diese Situation einmal mitgemacht, mit unterschiedlichen Auswirkungen. Aber da lässt sich schon dran anknüpfen und auch globale Themen sehr, sehr gut sozusagen einführen in eine Diskussion, in eine Bildungsveranstaltung, in den schulischen Unterricht. Aber genauso ist auch dieser Fokus auf die Teilnehmenden, der jetzt eben auch nochmal stärker wird, dadurch, dass diese Vereinzelung stattfindet. Auch das ist letzten Endes was wir im globalen Lernen schon seit vielen, vielen Jahren machen, dass wir schauen, okay, wie kriegen wir sozusagen die Teilnehmenden auch individuell einbezogen
in die Auseinandersetzung mit den Themen. Auch das ist was, was jetzt nochmal viel stärker in den Blick gerückt ist. Und auch die Methodenvielfalt, also sowohl sozusagen aus dem globalen Lernen, aus einer BNE heraus zu sagen, Frontalunterricht jetzt für den schulischen Bereich, das ist nicht das, was jetzt, glaube ich, auch so die gerade Schüler und Schülerinnen wirklich mitnimmt, sondern da geht es darum, kreative, gestalterische Möglichkeiten zu finden, in den Dialog zu treten, die Teilnehmenden auch, wie gesagt, in der Erwachsenenbildung, auch im nonformalen Bereich, mit ihren Stimmen sozusagen teilhaben und teilnehmen zu lassen. Das sind Dinge, die wir sozusagen da auch einfach immer schon gemacht haben. Und ich fühle mich da auch sehr bestärkt, dass es gut und richtig und wichtig vor allen Dingen ist, da auch einfach Bildung ja, im 21. Jahrhundert ankommen zu lassen mit den Kompetenzen, die die Lehrenden brauchen, aber auch die Lernenden. Und das ist ein Punkt, auf den ich dann gerne nochmal nachher eingehen möchte, vor allen Dingen, auch, wie gesagt, gerne im Gespräch, wenn es darum geht, jetzt aber Reflexionsräume dafür zu schaffen, mit diesen Erfahrungen umzugehen und auch die Themen, die darüber aufgekommen sind, ins Gespräch zu bringen. Also ich finde, da hat sozusagen Corona tatsächlich uns sozusagen eine Chance gegeben, auf diesem Weg weiterzugehen. Im digitalen, also im digitalen virtuellen Raum, aber auch in Präsenzveranstaltungen im schulischen und außerschulischen Bereich. Ja, ich würde gern direkt daran ansetzen, weil es im Grunde genommen sich mehr oder weniger mit dem deckt, was ich auch gesagt hätte. Ich fand es besonders schön, Maria, du hast gesagt, an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ansetzen. Ich glaube, das ist der Schlüssel und der Kern von allem, was wir im Moment in Schule tun, also bei uns ganz konkret an der Schule. So vernetzt, wie ich jetzt mit Elternhäusern, mit Schülerinnen und Schülern und auch mit Kolleginnen und Kollegen war, so war es, glaube ich, noch nie. Also es ist derart intensiv. Jeder gibt mehr als 100%. Natürlich stöhnen wir. Wir haben eine Doppelbelastung. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben Präsenzunterricht mit der halben Gruppe, rauschen nach Hause und machen den sozusagen den Homeoffice-Teil dann noch in dem Bereich. Es hängt von den Fächern ab, es hängt von der persönlichen Gesundheit ab, es hängt von den Rahmenbedingungen ab. Schule selbst ist im Moment so reglementiert, dass mir auch gespiegelt wird aus dem Gebäude. Ich selbst habe meinen Unterricht von zu Hause aus, aufgrund meines Faches eben auch, Französisch. Es ist so ein bisschen die Freude und die Lockerheit im Gebäude weg. Das heißt, das, was früher in der Pause, dieses Herumtollen, sich klassenübergreifend treffen, nicht drüber nachdenken, welchen Ein- und Ausgang nehme ich, auch die Freiheit, mal außerhalb des Klassenzimmers Spaß haben zu dürfen und eben nicht dauerhaft beaufsichtigt zu sein. All diese Dinge, die jetzt in dem Hygienekonzept letztendlich Pflicht sind, die haben natürlich schon das Lernen verändert. Aber was mich so umtreibt, denke ich eigentlich schon seit Beginn der Corona-Krise, also als die Schulen noch geschlossen waren, da habe ich immer gesagt, wenn ich auf der Straße gesehen wurde, Mensch, na, der junge Lehrer läuft hier lang, wie ist denn das im Moment mit dem Lernen? Da habe ich immer zu den Leuten gesagt, naja, das Lernen ist ja nicht auf die Schultür begrenzt. Das heißt, junge Menschen lernen jetzt gerade kochen, die lernen Gartenarbeit, die lernen, sich um Oma und Opa zu kümmern, so gut es geht, oder vielleicht kreativ Texte ins Altenheim zu schicken. Also ich glaube, dass während dieser Krise auch anders gelernt wurde. Und das sind natürlich Erfahrungen, da bin ich wieder bei Maria, die uns extrem gut tun und auch hinterher sicherlich noch als Pfund in der Waagschale dienen dürfen. Die Methodenvielfalt selbst ist von zu Hause aus schwierig. Schule ist digital im Anfangsstadium. Ich glaube, wir geben unser Bestes. Wir arbeiten im Rahmen der Möglichkeiten, auch dessen, was erlaubt ist. Es ist natürlich mit Zoom und WhatsApp, was junge Menschen umtreibt. Das brauche ich jetzt nicht ausführen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind da schwierig im offiziellen Kontext. Deswegen sind uns da mitunter auch die Hände gebunden. Aber ich glaube, wenn wir Lernen größer fassen, ist das keine verschenkte Zeit, sondern einfach eine andere Zeit. Ja, Laura. Ja, dann würde ich an der Stelle vielleicht mal ein bisschen mit meiner persönlichen Perspektive weitermachen, weil ich das gerade sehr, sehr schön fand, was du zum Thema ja, Lernen anders verstehen in der aktuellen Zeit gesagt hast. Was ich nämlich als allererstes in der Krise gemerkt habe, vielleicht nochmal als Erinnerung, ich bin gerade Studentin, und was ich als erstes gemerkt habe, war, dass mir absolut die Struktur gefehlt hat. Man sollte meinen, dass eine Studentin im Master es bereits können müsste, sich selbst zu strukturieren. Das war bei mir aber tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Bei uns ist, also dadurch, dass ich einen sehr praktischen Studiengang belege, wäre vieles gerade draußen
und halt ja praktisch angelegt. Dadurch fiel es in vielen Kursen schwer, das irgendwie digital zu machen. Und wir arbeiten gerade hauptsächlich tatsächlich im vollen Selbststudium. Das heißt, ich habe auch bis auf eine Veranstaltung keine regelmäßigen Live-Veranstaltungen vor dem Rechner, sondern ich mache gerade irgendwie alles alleine. Und mir fiel es am Anfang unfassbar schwer, meine Woche zu regeln, einen Rhythmus zu finden. Habe dann angefangen, mir selber Wochenpläne zu schreiben, was nicht so gut funktioniert hat. Und da war ich echt überrascht, wie wichtig irgendwie diese Struktur war, die mir die Uni, meine Bildungsinstitution in dem Moment sonst vorgegeben hat und wie sehr ich irgendwie davon abhängig war, um auch wirklich erfolgreich lernen zu können, dass ich da einen regelmäßigen Rahmen hatte. Das vielleicht auf der einen Seite als Eindruck meinerseits, auf der anderen Seite zum Thema Anderslernen. Ich habe, das ist jetzt sehr persönlich, aber ich habe witzigerweise tatsächlich angefangen, sehr kreativ zu werden in der Corona-Zeit. Und habe angefangen, Schmuck zu machen und Traumfänger zu basteln und habe ja neben dem Selbststrukturieren da tatsächlich auch total viel handwerkliche Dinge gelernt und mich auf total neue Dinge besonnen und habe ganz, ganz viele Dinge neu wahrgenommen und ja, mich auch viel mit den Themen Achtsamkeit beschäftigt, auch im Zuge von Alltag Selbststrukturieren und möchte das einfach nur sehr, sehr doll unterstreichen, dass man gerade ganz, ganz viele andere sehr wertvolle Dinge lernt, die vielleicht sogar hier und da manchmal wichtiger sind als das, was man sonst wahrscheinlich gerade lernen würde. Dankeschön. Gut, dann mache ich mal weiter. Vielen Dank, Laura. Ja, also wie hat sich die nachhaltige Bildung verändert, beziehungsweise also für mich im Laufe der Corona-Zeit hat sich herausgestellt, dass Corona so eine Art oder die ganze Zeit so eine Art Wassertropfen oder so eine Lupe ist. Alles, was so in der menschlichen Gesellschaft passiert oder vorhanden ist, sieht man unter einem Vergrößerungsglas und es wird sichtbarer, es wird offenbarer. Ob das jetzt unsere Werte sind als menschliche Gesellschaft oder ob das unsere Ängste sind, unsere Widerstandsfähigkeit und natürlich dann auch die schlechten Dinge. Ne? Also natürlich unsere Probleme, unsere Ängste und unsere Defizite. Und was ich da interessant finde, also ich habe das mal so überlegt anhand der verschiedenen SDGs oder der verschiedenen Nachhaltigkeitsziele. Ich arbeite vor allem zu den Frauen, zum Thema Klimaschutz und zum Thema Meer. Also 5, 13 und 14. Und also im Rahmen von Expedition, also dieser Segelmission, was sich jetzt verändert hat, also eigentlich wäre ich im Mai, Juni unterwegs gewesen von Fiji nach Vanuatu und wir hätten dort eben Wasserproben entnommen, um Toxine zu untersuchen und um da zu schauen, wie man diese Dinge lösen kann. Was ich jetzt super finde, ist, dass sich Expedition im Rahmen dessen eine Plattform überlegt hat, die heißt Shift. Und da wird wirklich hands-on werden Ratschläge gegeben, wie man als Individuum da der Plastikkrise Herr werden kann oder Frau. Ne, also man kann schauen, man kann das gerne mal nachschauen, das heißt Shift. Und ja, so wie auch Expedition, also in den anderen, also Expedition ist ja so eine Mischung zwischen ja, Frauenrechte, Kämpfe, Frauenrechte, Diversity und auch den Meeresschutz, haben auch andere Plattformen. Also bei uns auf der Arbeit sind wir auch dabei, verschiedene Pakete zu entwickeln, ja, wie man eben die Leute zu Hause, also dieses Homeschooling ist ja ganz groß gewesen in dieser Zeit oder ist ja immer noch. Wie man verschiedene Online-Pakete entwickeln kann, wie man verschiedene ja, physische Pakete entwickeln kann, die man den Leuten zuschickt, den Kindern und Jugendlichen und auch den Erwachsenen, weil das sind ja meistens die Eltern, das wisst ihr ja, die sich dann mit den Dingen dann zu Hause herumschlagen müssen und dann die Matheaufgaben irgendwie so zuerst verstehen müssen oder auch die Französisch-Hausaufgaben oder Sonstiges und sich dann wahrscheinlich fragen, haben wir das damals in der Schule auch schon gemacht? Ist das überhaupt wichtig? Na, und das finde ich ganz schön, was ihr vorher erwähnt habt, ist dieses, es kommt zu so einer Art Tunnelblick in dieser Zeit. Also man kann das positiv sehen und sagen, es ist der Blick aufs Wesentliche. Man kann auch sagen, es ist so eine Art Survival-Modus. Ja, und ich finde das ganz interessant. Ich glaube, Corona hat viele Dinge beschleunigt,
Also zum einen dieses, okay, Homeoffice geht nicht, ne, es geht eben doch. Wie sich das in der Zukunft noch weiter auswirken wird, auch auf das Thema Bildung, ne, wo die Eltern dann auch wieder beschäftigt sind, also Studien zu Frauen, die zu Hause die Versorgungsarbeit leisten müssen und dann parallel noch arbeiten, die Belastung, die häusliche Gewalt, die dadurch resultiert, die auch Kinder betreffen kann. Ne, da gab es ja auch Studien dazu. Dann zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, es gibt Studien dazu, dass viele Wissenschaftlerinnen eben weniger Paper veröffentlichen konnten in dieser Zeit und dass vor allem mehr Männer Paper veröffentlichen konnten, schreiben und veröffentlichen. Also ich finde, man muss das zusammendenken, ja, die Lösungen. Es ist schön, wenn jede Disziplin sozusagen Plattform entwickelt für ihr, ja, für ihr Thema und das dann online stellt, aber man muss dann überlegen, wie die Menschen damit umgehen können, ob das überhaupt was bringt und ob man nicht vielleicht interdisziplinär stärker zusammenarbeiten muss, um auch die verschiedenen Ziele dann wirklich bis 2030 umsetzen zu können. Ja, dann gebe ich weiter. Achso, nee, ich gebe gar nicht weiter. Soll sich jemand melden? Genau, dann würde ich vielleicht einfach daran jetzt anknüpfen, weil das auch mit dem Segeln so ein bisschen passt. Genau, ich bin eben auch in einem Segelprojekt tätig und ich wäre normalerweise auch dieses Jahr auf einem super spannenden 10-tägigen Turn, der die Klimaschutzleitstellen von 4 norddeutschen Städten verbindet, wäre dann mit Jugendlichen unterwegs gewesen. Das hat dann leider eben nicht stattgefunden. Und ich fand es vor allem spannend aus einer strukturellen Sicht, was die Organisation betrifft, wie Corona sich da ausgewirkt hat, weil das kam mir einfach knall auf Fall und wir hatten tatsächlich in den Tagen, in denen die Schließung passierten, unser jährliches Teamtreffen gehabt, was dann wenige Stunden vorher ganz spontan abgesagt wurde. Und dann ist innerhalb von wenigen Tagen sind so alle Turns abgesagt worden und wir haben gar nicht verstanden, was eigentlich passiert. Weil es bei uns eben auch so läuft, wir haben eine kleine Zahl von Hauptamtlichen, aber eben sehr viele Ehrenamtliche, die so ein bisschen, also wir hatten auch ein bisschen das Gefühl, wir hängen da jetzt dran und können gar nichts richtig beeinflussen, was eigentlich passiert. Was daraus dann resultiert ist, dass wir jetzt viel regelmäßigere Teamtreffen haben als vor Corona, was irgendwie auch ganz spannend ist. Weil normalerweise treffen wir uns nur zweimal jährlich und jetzt haben wir uns schon dreimal seit März getroffen, eben auf digitalem Weg. Genau, das fand ich auf jeden Fall irgendwie eine ganz schöne Reaktion, weil wir schon seit Jahren sagen, lass uns doch mal häufiger treffen. Genau, das ist eben jetzt passiert. Genau, und was außerdem noch passiert ist, dass es jetzt tatsächlich statt 25 mehrtägigen Turns dieses Jahr bereits 15 Tagesturns gibt, die ab übernächster Woche geplant sind, sodass ich eben jetzt doch segeln gehen werde. 5 Tage einzelne Turns mit Hygienekonzept. Und ich sitze gerade einfach daran, mir zu überlegen, wie kann man Erlebnispädagogik mit Abstand machen. Ja, ich weiß es noch nicht so richtig. Es ist super spannend, weil wir haben einen riesigen Pool von Methoden und dann sind wir die alle durchgegangen und haben geschaut, gut, was ist machbar mit Hygienekonzept und da geblieben sind alle kognitiv fordernden Aufgaben, was natürlich irgendwie nicht geht. Genau, deshalb das ist so der aktuelle Einblick ein bisschen in unsere Arbeit. Was sonst natürlich auch noch spannend ist, was passiert einfach mit Ehrenamtlichen in der Corona-Zeit, weil sich da natürlich auch total die Kapazitäten verändert haben. Die meisten von uns sind Studierende. Wir kriegen für die Turns eben auch eine Aufwandsentschädigung, die für Studierende relativ viel Geld ist, schnell mal. Die fällt natürlich weg. Ich selbst hätte auch tatsächlich eine Stelle gehabt bei Klimaserie, die auch weggefallen ist. Das sind alles so Entwicklungen gewesen, die man erstmal auch verarbeiten musste. Genau, und am Ende bleiben natürlich auch Potenziale. Es ist jetzt zwar noch nicht ganz resonanzrund, aber ich glaube, ich muss jetzt einfach auf Taraka kurz reagieren, weil ich diese Metapher mit dem Wassertropfen unglaublich genial gerade fand. Genau, und sie einfach super gerne tatsächlich vielleicht mit in meine Klima-Sale-Turns dieses Jahr mit aufnehmen würde, wenn das okay für dich ist. Genau, das habe ich gerade mir noch so gedacht. Komm gerne auf mich zu später. Genau, das waren jetzt einfach so ein paar Gedanken, glaube ich, die ich mit euch teilen wollte. Und damit gebe ich jetzt noch an jemanden weiter, gebe ich zurück an Eike. Also du dürftest gerne, wir können noch, wenn Nitze noch was sagen möchte, dürfte er gerne noch, natürlich aber auch kein Muss jetzt in diesem.
sonst würde ich gerne auch noch von meiner Erfahrung in dieser Zeit gerne sprechen, auch so ein bisschen aus beiden Seiten. Was ich vielleicht erstmal auch für mein Studium ganz spannend fand, dass ich das Gefühl hatte, viele meiner Dozenten oder Dozierenden waren in eine Situation gestellt worden, wo sie sich auch einmal ernsthaft nochmal darüber nachdenken mussten, wie sie eigentlich ihren Unterricht gestalten wollten. Und dann gab es doch viele auch sehr spannende und interessante Momente, wo wir auf einmal auch viel, viel interaktiver mit denen in Kontakt treten konnten und hier man auch sehen konnte, dass es doch auch meiner Meinung nach vielen sehr gut getan hat, dass sie sich selbst nochmal zurücknehmen mussten und darüber nachdenken mussten, wie sie den Unterricht gestalten können in solchen Bedingungen. Und ich würde das auch, glaube ich, auch so ein bisschen dann auch auf mein politisches Arbeiten beziehen wollen, dass ich glaube auch, dass hier gerade so ein Moment durch Corona auch entstanden ist, den man auch nutzen kann, dass wir gerade einfach gezwungen sind, zwar in anderen Perspektiven zu denken, aber trotzdem, ja, wir uns immer wieder die Frage eigentlich stellen müssen, was machen wir eigentlich nach Corona, wie soll so eine Zukunft nach Corona aussehen? Und da würde ich, glaube ich, auch sehr stark dafür appellieren, dass wir uns damit auch jetzt schon auseinandersetzen, wie wir das aufnehmen wollen und was wir daraus mitnehmen können. Und ich denke, dass es auch langfristig viele, viele Entwicklungen auch in dieser Frage nach BNE mit sich ziehen wird, wie wir Bildung gestalten werden und wie wir auch Bildung gestalten wollen. Und dass wir einfach auch viele Zukunftsfragen, glaube ich, sehr schnell auch eine Antwort gekriegt haben, was wir vorher nie gedacht hätten. Also dass plötzlich digitale Lehre möglich ist, dass Schulen digital möglich sind, finde ich wahnsinnig spannend. Und ich glaube, dass auch sehr viel noch immer auf uns zukommen wird. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Wir würden jetzt in die Resonanzrunde starten und da könnt ihr einfach das erzählen, was bei euch resoniert hat. Und auch nochmal kurzer Appell, nicht Appell, sondern ein kleiner Hinweis an die ZuschauerInnen. Sie und ihr dürft natürlich auch gerne eure, was bei euch resoniert hat, schon bei den Fragen antworten und mitteilen. Genau, Sie dürft jetzt schon die ganze Zeit gerne eure Fragen stellen, da können wir dann später drauf zurückkommen und nochmal so Themen aufgreifen, die euch interessieren. Und Sie. Es geht los. Oder weiter. Dann greife ich die Chance auch gleich nochmal. Ich habe nämlich zwei Dinge, die bei mir sehr viel Resonanz verursacht haben. Zum einen der Punkt Interdisziplinarität, aber auch Intersektionalität von Taraka. Auch einfach da wirklich nochmal sich die Gedanken zu machen, wenn wir jetzt die Chance haben, Dinge auch neu anzugehen, Materialien zu entwickeln, Oberflächen in was für eine Art auch immer jetzt sozusagen zu erarbeiten und bereitzustellen, dann eben da auch aus dem gewohnten Umfeld ein Stück weit rauszukommen und eben zu schauen, wo lassen sich die Themen, an denen man selbst arbeitet, auch mit Dingen verbinden, die sozusagen auch für andere wichtig sind. Also diesen Punkt fand ich sehr, sehr wichtig und den sollte man auch einfach immer wieder ein bisschen mit mehr berücksichtigen. Und das bringt mich aber auch sozusagen zu dem anderen Punkt, der bei mir jetzt sozusagen auch ganz laut gehört wurde. Das ist letzten Endes sozusagen unter dem Punkt Interdisziplinarität steht ja letzten Endes auch Kollaboration. Also die Frage, wie kann ich gut miteinander zusammenarbeiten, um auch erfolgreich sozusagen zusammenzuarbeiten. Und da ist zum einen der Punkt zu sagen, okay, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, aber auch sozusagen ganz vor Ort in der lokalen Bildungslandschaft mit Partnern zusammenzuarbeiten. Also sowohl schulisch als auch außerschulisch, aber auch eben Akteure sozusagen vor Ort, die eben Zivilgesellschaft bilden, auch da im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen, nochmal andere Kollaborationsmöglichkeiten auch im digitalen Raum zu finden, die es möglich machen, dem ganzen Themenkomplex Bildung für nachhaltige Entwicklung, SDG 4.7, inklusive gerechte Bildung, sozusagen barrierefreie Bildung zu ermöglichen, dass das auch ganz, ganz doll wichtig ist. Und da empfinde ich es aber gerade so, dass eben die Wichtigkeit nicht wahrgenommen wird. Also sozusagen auch das Ehrenamt, was Anna gesagt hat. So viele Leute sind irgendwie ehrenamtlich aktiv. Man hat Projekte, in denen man arbeitet.
Aber das wird irgendwie gerade, finde ich zumindest, im gesellschaftlichen Kontext überhaupt nicht wahrgenommen. Also auch wenn es von der Kultusministerkonferenz jetzt sozusagen Zusammentreffen gibt und es wird nie in dem Kontext auch gedacht, wie Schule beispielsweise eben von außerschulischen Partnern profitiert. In der Vergangenheit immer schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten, es immer wichtig war, dort auch die Perspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung mit anderen Akteuren sozusagen aufzubereiten. Und jetzt sozusagen ist es wichtig, dass man eben schaut, wie kann 1,5 Meter Abstand gewährleistet werden, aber auf die Inhalte, auf die Zusammenarbeit wird da eben nicht geschaut. Und das finde ich sozusagen auch unter diesem Punkt Kollaboration, Interdisziplinarität sehr, sehr wichtig. Und da hat jetzt sozusagen bei mir sehr, sehr viel geklingelt. War eine große Resonanz da. Dann würde ich mich da gerne auch einfach anschließen. Was ich sehr interessant finde, da auch wieder mit Blick auf die Resolution, die wir gerade formulieren, ist, dass ja auch viele Aspekte, also gerade im Bereich Digitalisierung und auch Gestaltung des Lernens, dass die ja hier auch in dieser Runde auch aufgekommen sind und dass wir die natürlich dann auch natürlich nochmal vermehrt gerne in diese Resolution aufnehmen werden. Und das finde ich nochmal interessant, dass es also doch auch in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, wie jetzt gerade hier Bildung betrieben wird, dass ja aber auch oft ziemlich ähnliche Probleme hinsichtlich der Gestaltung und des Digitalen ja immer wieder aufgekommen sind. Das finde ich sehr, sehr spannend und nehme ich auch gerne mit für meine weitere Arbeit. Also etwas, was ich mir so im Zuge der Vorbereitung heute überlegt habe und auch jetzt so in der Runde ist, ich war 2013 in Côte d'Ivoire an der Elfenbeinküste und habe da als United Nations Volunteer gearbeitet. Und da ging es darum, um die Nachfolge der, der MDGs, also der Millennium Development Goals. Das ist ja das, was jetzt die SDGs geworden sind. Damals gab es noch keinen Namen dafür. Das hieß damals einfach Post-2015 Agenda. Und da haben wir eine Umfrage gemacht, die hieß My World. Also da haben wir wirklich, ich weiß nicht, vielleicht kennt das der ein oder andere, da ging es darum, wirklich die Jugendlichen, die Kinder zu befragen oder auch überhaupt die allgemeine Bevölkerung, was sind denn jetzt die Ziele, die sie am wichtigsten finden und diese zu ranken. Und das wurde in jedem Land durchgeführt und das Ergebnis wurde dann der Regierung präsentiert und mit denen zusammen weiterentwickelt. Und was ich mich so im Rahmen der ganzen Corona-Geschichte immer wieder gefragt habe, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ja, also bei diesen Nachhaltigkeitszielen ist ja immer die Frage, man hat das irgendwann mal vor ein paar Jahren entworfen und dann hält man daran fest. Natürlich sind das immer wieder, das sind halt Baustellen, die werden wahrscheinlich nie weggehen. Ja, ist immer irgendwie aktuell, aber da ist jetzt die Frage, also zum Beispiel, es ist ja schon so, dass die nächste Krise schon ins Haus steht. Also es gibt so eine Grafik, die ist auf Social Media immer wieder kursiert. Da sieht man so die Corona-Krise, so eine kleine Welle und dann sieht man dahinter irgendwie die wirtschaftliche Krise, die danach lauert und dann die ganz große Welle, die Klimakrise. Und ich frage mich zum Beispiel, ob man vielleicht auch bei der Bildung, ja, wenn man jetzt die Kinder und Jugendlichen ins Boot holt und schaut, was ist denn eigentlich wichtig? Muss man vielleicht auch diese ganzen Ziele, muss man sich fokussieren? Ja, kann man nicht vielleicht alle bearbeiten jetzt gleichzeitig, sondern muss man schauen, okay, vielleicht ist das wirklich mit dem Klima das Wichtigste, was jetzt anliegt, um nicht einfach sich in der Vielfältigkeit zu verlieren und zu sagen, okay, wir haben jetzt 17 Ziele, die müssen wir irgendwie alle abarbeiten. Ja, gibt's nicht, muss man das nicht verändern jetzt? Ist es jetzt nicht vielleicht an der Zeit, da Prioritäten zu setzen? Also das ist nur so ein Anstoß. Ne? Vielleicht habt ihr da auch Gedanken dazu oder Ideen. Ja, danke für den Impuls gerade. Finde ich total spannend. Ist auch ein Thema, über das ich selber schon sehr, sehr oft nachgedacht habe. Also ich beschäftige mich auch nicht nur im UPenn-Kontext mit BNE, sondern eben auch in meinem Studium und in anderen ehrenamtlichen Kontexten. Ich habe auch keine Antwort auf deine Frage oder auf deinen Gedanken.
bin aber ganz persönlich auch der Meinung, dass eine Priorisierung gar nicht schlecht wäre, wo man die am besten legt. Das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich musste nur an so einen Satz denken, den ich immer gerne im UPenn-Kontext sage, dass wir als UPenn irgendwie immer so ein bisschen darauf hinarbeiten, uns selbst abzuschaffen, weil wir ja eigentlich dafür sorgen wollen, dass BNE so selbstverständlich und so verankert ist, dass es sowas wie ein Jugendpanel für BNE gar nicht mehr braucht. Und ja, ist ein bisschen so ein Gedanke, den ich immer bei BNE-Akteurinnen habe, dass wir eigentlich uns selber abschaffen wollen, weil es uns nicht mehr braucht. Vielleicht direkt da angesetzt, Taraka und Laura, ich habe auch keine Antwort, so viel vorab. Ich habe vielleicht eine Idee, also aus der Schule heraus habe ich wahrgenommen, dass die beste Priorisierung von jungen Leuten selbst kommt. Das heißt, wir als Lehrer, so heißt es ja in der Berufsbezeichnung, oder auch Moderatoren, wir machen uns Gedanken und am Ende kommt ganz was anderes bei raus. Also ein ganz konkretes Beispiel: Wir haben die Corona-Krise genutzt als UNESCO-Projektschule. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben 4 internationale Partnerschaften und ich träume eigentlich schon seit vielen Jahren von einem multilateralen Projekt. Das heißt, raus aus diesem binationalen Kontext, die Polen sind da, die Spanier sind da, die Franzosen sind da, sondern wirklich mal zu sagen, naja, wir bringen mal mehrere Player zur gleichen Zeit an den gleichen Ort. Und da haben wir einen Antrag gestellt bei einer Stiftung und wir nennen das Jugend-Dilemmata-Konferenz. Das heißt, wir wollen genau darüber nachdenken, was Taraka im Grunde eben aufgeworfen hat. Und meine Schwierigkeit war, in dem Antrag steht dann so ein Passus: Welche Ziele haben Sie und was wird konkret erarbeitet in diesen Begegnungssituationen? Und da habe ich reingeschrieben, das kann ich nicht vorab sagen, weil das von den jungen Menschen entwickelt wird. Also im Grunde ist das so ein bisschen die Antwort. Ich glaube, wir müssen weg von diesem, wir sind länger auf der Welt, wir haben Ideen, wir müssen vielleicht hin zu diesem, krass, die jungen Leute haben viel bessere Antworten. Und für eine nächste Diskussionsrunde, das ist so eine Anregung, sollte auch auf jeden Fall jemand unter 18 Jahren dabei sein, weil ich glaube, das tut uns gut. Also ich will hier keinem zu nahe treten, aber genau dieser Fokus, den brauchen wir. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Kontext jetzt zum Beispiel am Stadtrat der Stadt Osterode über das Projekt berichte, dann werde ich eingeladen, aber ich sage, ich komme nie alleine. Was soll das denn heißen? Dann haben die gedacht, ich bringe irgendwie Frau und Kind mit. Nein, ich bringe Schüler mit. Also immer Schüler. Und am Ende kriege ich zurückgespiegelt, die überzeugendsten Argumente kommen nie von mir, sondern immer von den Schülern, weil es eine ganz andere Wirkung hat. Und ich glaube, dass das ein ganz spannender Weg ist. Und UNESCO-Tagungen, und dann schließe ich meinen kleinen Exkurs, sind mittlerweile auch genauso angelegt. Also wir haben zum Beispiel bei Regionalkonferenzen in unserem südniedersächsischen oder niedersächsischen Kontext, haben wir mittlerweile immer Schüler dabei. Auch in der Bundeskoordination werden immer mehr Konferenzen mit jungen Menschen abgehalten. Das ist ja auch ein Umdenken, was aber letztendlich, glaube ich, genau in diese Richtung zielt, Taraka, also die SDGs für die Erwachsenen von morgen. Ich glaube, das ist das Ideale. Ja, Anna. Genau, daran möchte ich eigentlich auch ganz gern anknüpfen, weil das an sich auch immer mein Ansatz ist bei der Bildungsarbeit, die ich mache, dass ich auch ungern, gerade bei diesen mehrtägigen Segelturns, vorher mir groß was überlege. Ich überlege mir einen großen Satz von Möglichkeiten, die dann irgendwie zusammengepuzzelt werden können, auch wenn vielleicht nichts kommt. Aber an sich wird am Anfang erstmal zu sich zusammengesetzt und geklärt, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir den nächsten Teil gestalten, was wollen wir besprechen. Und das ist genau die Herausforderung, in der ich gerade stehe, wo ich Tagesturns planen soll, die genau durchstrukturiert sind, wo ich vorher schon sagen muss, welches Material ich wann nehme, wer das wie anfasst. Und genau, das ist tatsächlich so eine Herausforderung, die jetzt die Corona-Situation an mich genau an dem Punkt stellt. Genau, das wollte ich einfach nur noch teilen. Ich weiß, ich war schon, aber ich fand das jetzt so toll, deswegen wollte ich einfach nur noch mal auch einen Einwurf geben, wie es eben auch, also die SDGs sind ja auch alle, also jedes Ziel mit den jeweiligen Unterzielen, die sind ja auch alle wirklich miteinander verbunden und ergänzen sich im besten Fall natürlich, manche schließen sich auch aus, aber die meisten ergänzen sich ja sozusagen in ihrer Umsetzung dann auch in der Umsetzung
anderer Ziele. Und das finde ich auch so schön, dass du das jetzt gerade, Tobias, nochmal angeregt hast, weil ich das auch mitbekomme. Ich bin im Ehrenamt in der UNICEF-Gruppe hier bei uns in der Stadt, in Jena aktiv. Und genau da sozusagen passiert es auch. Es gibt Junior-Teams, es gibt einen Hochschulgruppenbeirat, es gibt aber eben auch Junior-Beiräte, die eben genau in diese Fragen auch dann immer mit involviert werden. Und von denen kam beispielsweise, sie sagen, ja, Kinderrechte als Menschenrechte ist ein wichtiges Thema, aber da kann man eben auch das, die Frage nach sozusagen eine gesunde Umwelt, sagen, Umgang mit Klimawandel ist eben auch ein Thema, was man, mit was man sich beschäftigen muss, wenn man über Kinderrechte spricht. Wenn Kinder nicht in die Schule gehen können, weil eben die Infrastruktur nicht da ist, weil sie vielleicht arbeiten gehen müssen oder weil eben auch dann einfach Umwelt, ja, Auswirkungen, sage ich mal, Klimaauswirkungen, dann eben auch bestimmte Möglichkeiten einfach verhindern, dann ist es so, dass die wirklich die Themen auch ineinander greifen und man die eben auch nicht einzeln voneinander betrachten kann. Und da ist es eben genau das Tolle, dass man eben dann die Kinder und Jugendlichen auch so sehr bei sich, sagen, eben abholt bei den Dingen, die sie mitbringen und dann eben auch so viel Flexibilität in den Projekten bekommen müsste, dass es eben auch möglich ist, genau das umzusetzen, weil nur dann kommt man eben auch wirklich vorwärts. Es ist eben nicht mehr, einer steht vorne und erzählt alles und hat die einzelnen Wahrheiten, sondern letzten Endes, wie du es sagst, Tobias, es ist eine Moderation mittlerweile im Lernen und auch die Lehrenden sind Moderatoren und Mitlernende und genau dieses Umdenken auch in Bildung, nicht nur bei Bildung für nachhaltige Entwicklung, ich glaube, da ist auch schon viel sozusagen drin, aber auch für Bildung sozusagen allgemein. Welche Kompetenzen sind jetzt eigentlich wirklich wichtig? Welche Qualifikationen wollen wir sozusagen irgendwie auch vermitteln? Was braucht es vielleicht eben auch für Voraussetzungen, damit genau das eben auch gefördert werden kann? Das sind sehr, sehr spannende Fragen, die jetzt nochmal mehr aufkommen und eben auch jetzt noch schneller durch diese ganze aktuelle Situation. Dazu habe ich auch noch einen Gedanken, auch zum Thema SDGs und ob die sich wirklich alle ergänzen oder vielleicht auch ausschließen. Ich musste gerade an eine Situation denken, aus einem Seminar, wo ich mit Leuten aus der kulturellen Bildung zusammen drin saß und es ging um die Agenda 2030. Und ich habe mich als Verfechterin von BNE und der SDGs geoutet und wurde dann gefragt, ich habe dann irgendwas Kritisches zu den SDGs gesagt und dann wurde ich gefragt, ob ich, wenn ich denn für BNE einstehe, ob ich dann überhaupt die SDGs hinterfragen dürfte. So oder so ähnlich war die Situation. Und ich war kurz verwirrt, weil für mich BNE genau das zulässt, dass man eben Nachhaltigkeit und auch die SDGs kritisch hinterfragen darf und auch sollte. Und da habe ich nämlich, oder da fiel mir gerade eine unserer Forderungen ein, die wir im UPenn haben. Wir überarbeiten gerade unsere Forderungen, aber eine unserer noch aktuellen Forderungen beschäftigt sich mit Theorienvielfalt in den Wirtschaftswissenschaften und dass mehr Theorienvielfalt auch gelehrt werden sollte. Denn in den SDGs steht ja nachhaltiges Wirtschaftswachstum und ja, ich habe mich in der Vergangenheit viel damit beschäftigt, ob das überhaupt möglich ist, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Wage mich da noch nicht final zu äußern, finde es aber ein sehr, sehr spannendes Thema und möchte einfach mal diese Forderung auch von uns in den Raum werfen. Theorienvielfalt in den Wirtschaftswissenschaften, sehr wichtiges Thema, glaube ich, wenn wir über Nachhaltigkeit reden wollen. Genau, ich glaube, wir sind schon in dem Gespräch, in dem Dialog angekommen. Also ich halte mich weiter raus und ihr macht das weiter ohne mich. Noch kurzer Hinweis, ihr dürft, also an die ZuschauerInnen, ihr dürfen gerne Fragen stellen. Ich habe gehört, eben war ich ein bisschen leise. Ich glaube, jetzt hört man mich hoffentlich ein bisschen besser. Sehr gut. Genau, ihr und sie dürfen gerne Fragen stellen, die wir dann später nochmal aufgreifen. Und jetzt bin ich wieder ruhig. Ja, ich wollte nur noch ein Beispiel nennen. Ist mir jetzt eingefallen, nachdem Laura ihren Beitrag gesagt hatte. Das Spannende an jungen Leuten ist auch, die sind auch schonungslos ehrlich. Das heißt, man selbst ertappt sich ja auch dabei, nur weil man für die Agenda 2030 einsteht und sie auch irgendwie im Herzen trägt und leben möchte, macht man ja nicht alles richtig. Und da hat mich ein Schüler im Gebäude angesprochen, warum ich aus einer Plastikflasche jetzt Wasser trinke. Und das war mir so peinlich, dass ich wirklich genau in der Situation gedacht habe, das ist der Schlüssel. Wir brauchen genau diese Menschen mit genau diesem Blick auf die Welt, die Fragen stellen. Wenn er mich das fragt, dann fragt er das auch seine Familienmitglieder
und so weiter und so fort. Und ich habe ein paar Wochen später ihm das dann auch gesagt, dass das für mich so ein richtiger Schlüsselmoment war. Und habe ihn aber auch gefragt, ich sage, wie ist denn das bei dir? Und dann hat er mir das gezeigt. Er hat seine Schultrinkflasche dabei. Es wird zu Hause eher so ein Soda-Stream, was er benutzt, oder eben aus Glasflaschen. Also Schüler sind, wenn man sie, sagen wir mal, motivational für eine Sache packt, dann sind die auch wunderbare Beispiele. Und auch, wir nennen das bei uns, Maria, Junior-Botschafter oder auch Klimabotschafter. Also Botschafter klingt einfach auch schon mal so ein Ehrentitel, der auch letztendlich dann ja ein bisschen Verantwortung an den anderen gibt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schüler, die das wirklich sind, auch in der Peer Group, diejenigen sind, die auch mal kritische Fragen stellen und die sagen, hey, stopp, das ist jetzt uncool. Oder muss es jetzt im dritten Jahr schon das dritte neue Smartphone sein? Denkst du auch mal an die Auswirkungen von Smartphone-Produktion und so weiter? Also genau dieser Punkt. Oder musst du jeden Morgen mit dem Auto gefahren werden? Du wohnst 500 Meter entfernt von der Schule. Komm doch mal mit dem Fahrrad, ich hole dich ab. Ich glaube, genau solche junge Menschen brauchen wir. Und dann wächst sozusagen das System von unten hoch. Und dann können wir uns viele Gedanken machen, aber dann haben wir auch Akteure im Feld. Ich habe jetzt hier immer schon unten hingelunzt und da ist eine Frage in dem F&A-Bereich. Können wir die auch schon aufnehmen oder ist dafür noch nicht aktuell der Raum? Also wenn sie dich jetzt in diesem Moment interessiert, dann kannst du die natürlich gerne mit aufnehmen. Genau. Weil ich das jetzt ganz spannend fand, eben auch, denn diese Frage kommt natürlich ganz, ganz häufig immer rein. Also da war jetzt eben sozusagen die Zugangsvoraussetzungen, wie die eben auch durch Corona, sozusagen Teilhabe an Bildung, letztendlich, so würde ich jetzt umschreiben, wie die eben auch durch sozusagen durch Corona erschwert werden oder manchen eben vielleicht auch sozusagen Zugangsbedingungen oder Zugangsvoraussetzungen nicht haben, um teilzunehmen, wenn ich das jetzt sozusagen richtig zusammengefasst habe. Wenn man ungleiche Ausgangsvoraussetzungen hat. Und dazu möchte ich auch nochmal ein gutes Beispiel angeben. Ich denke, ein gutes Beispiel von meiner Kollegin, die betreut bei uns ein Projekt für Mitteldeutschland, das heißt Chat der Welten. Und das ist letztendlich sozusagen ein medienpädagogisches Projekt, beziehungsweise also mit medienpädagogischen Anteilen. Und es geht um online-basierte Kommunikation in sozusagen Partnerschaften. Also man hat eine Projektwoche und mit Schulklassen. Eine Schulklasse zum Beispiel hier bei uns jetzt in Hermsdorf, in einem sozusagen eher im ländlichen Raum, sucht sich ein Thema und hat eine Partnergruppe, Partnerklasse in einem Land des globalen Südens, zum Beispiel in Kenia. Die Kollegin organisiert es dann und die arbeiten eine Woche am gleichen Thema und haben dann eben während dieser Woche auch sozusagen die Möglichkeit zu chatten, zu ihrem Thema, aber auch sozusagen miteinander ins Gespräch zu kommen und überhaupt dort sozusagen diesen Perspektivenwechsel irgendwie anders zu erleben und auch Kontakt anders zu erleben. Und auch das funktioniert sozusagen über diese ganzen digitalen Varianten, wenn wir jetzt über Zugangsvoraussetzungen sprechen, funktioniert das sehr gut, wenn man eben die verschiedenen sozusagen Varianten auch wahrnimmt. Also wenn es eben nicht heißt, ein Chat ist sozusagen ein 1:1 Simultan-Chat, weil dann hast du ja vorhin, Tobias, auch schon gesagt, wie kriegt man das hin mit Zeitverschiebung, vielleicht auch mit sprachlichen Barrieren. Und da bietet, glaube ich, jetzt auch durch diesen Digitalisierungsschub, den wir jetzt während der Corona-Zeit irgendwie auch erlebt haben, in vielen Bereichen, nicht in allen. Aber auch da bietet es nochmal ganz andere Möglichkeiten, Zugangsvoraussetzungen sagen, zu erleichtern, dadurch, dass man eben Dinge sozusagen nicht mehr auf diesen 1:1 Moment erleben muss, sondern man kann beispielsweise über Padlets, über Videobotschaften, die dann einfach jeder und jede, sobald es die Möglichkeiten erlaubt, abrufen kann. Es gibt eben über so diese Padlet-Funktion, dann hat man eben eine sozusagen große Pinnwand und dort werden nacheinander sozusagen mit ein bisschen Zeitverzug Nachrichten hin und her geschickt, Bilder hin und her geschickt, die dann auch kommentiert werden können. Auch darüber kann Kontakt stattfinden und auch so ein Austausch, der eben auch Zeit gibt mitunter, auch für diejenigen Teilnehmenden, die vielleicht irgendwie sagen, mit Englisch oder Französisch habe ich jetzt irgendwie für mich sozusagen gerade nicht den Moment. Die haben dann Zeit, sich sozusagen ihre Texte, ihre Antworten auch zu überlegen. Und das ist nochmal, finde ich, eine gute Möglichkeit, weil auch bei uns hier zum Beispiel, also im ländlichen Raum, Breitbandausbau, da sind die, sagen die Partner, Partnerinnen mitunter
im globalen Süden besser ausgestattet, was da sozusagen manchmal auch Internetzugang angeht. Aber darüber, glaube ich, bietet sich ganz, ganz viel an Möglichkeiten, wenn wir verstehen, sozusagen, also wenn wir Methodik hinterfragen und dann verstehen, was wir eigentlich damit wollen, wenn es darum geht, dass man in Austausch kommt, wenn es darum geht, dass es um eine Reflexion geht, um einen Perspektivenwechsel, dass man dann einfach sozusagen die Varianten, die sonst in Präsenzveranstaltungen oder im analogen Raum stattfinden, genauso gut auch im digitalen Raum übersetzt werden können, dann sicherlich anders stattfinden, auch anders moderiert werden müssen. Aber da letzten Endes auch sozusagen mit schwierigeren Zugangsvoraussetzungen andere Möglichkeiten geschaffen werden können, um tatsächlich in Austausch zu kommen. Und das finde ich, da sollte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr sozusagen auch sich die Überlegungen machen, Dinge eben dann zeitversetzt auch zu überlegen, gerade auch in partnerschaftlichen Projekten. Abgesehen jetzt davon, ob jeder das super neueste Smartphone hat. Das muss ja gar nicht sein. Einer hat eins und dann kann man das über QR-Codes oder über Varianten dann eben sozusagen auch mehreren Leuten zur Verfügung stellen. Danke, Maria. Für mich trifft das auch so ein bisschen das Thema Chancengleichheit, was irgendwie auch sehr, sehr präsent war bei unserer Ideensammlung, die wir für die Resolution erhoben haben. Und für mich persönlich ist es so das Schlagwort Flexibilität, was da irgendwie durchkommt. Also ich habe das Gefühl, die Situation bietet gerade eine Chance, Bildung flexibler zu gestalten, weil ich merke gerade in meinem direkten Umfeld im Studium, dass diese aktuelle Situation für viele Menschen diverse Vorteile bietet, aber gerade auch irgendwie neue Benachteiligungen aufkommen, weil Menschen eben zu Hause nicht die Möglichkeit haben, in Ruhe zu lernen, weil nicht das ausreichende Internet vorhanden ist. Wenn bei mir in der WG drei Leute gleichzeitig Homeoffice machen, ist auch vorbei. Also es wird gerade so einiges umgewirbelt, habe ich das Gefühl. Manche Sachen werden ausgeglichen, andere werden verstärkt. Das hatten wir ja vorhin schon, das Thema. Und ich glaube, was wir festhalten sollten, in meinen Augen, ist, dass Bildung flexibler werden kann und sollte durch viele Sachen, die du gerade genannt hast, Maria. Also Schlagwort Flexibilität würde ich für die Zukunft festhalten wollen, dass jeder die Lernräume hat, die er oder sie braucht. Und die finden sich in vielen Formen. Also es gibt aktuell bei uns auch die Möglichkeit, dass man in die Uni gehen kann, natürlich alleine oder zu zweit, und in der Uni lernen kann, was ich total wichtig finde, weil man da eben stabiles Internet hat, weil da die Drucker rumstehen. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die da irgendwie wichtig sind. Und der oder die eine kann eben besser in der Uni lernen, manch andere oder andere zu Hause. Und das könnte man vielleicht in Zukunft auch beibehalten, dass man flexibel sein kann beim Lernen. Stichwort Flexibilität. Ich würde gerne noch mal einmal eine Nachfrage von der Frage, die wir gerade besprechen, noch mal reingeben. Es kam gerade die Frage, also bietet der Digitalisierungsschub durch Corona auch Chancen, gerade für internationale Partnerschaften? Also zum Beispiel auch das Erreichen von mehr Teilnehmenden, da Reisekosten und so weiter wegfallen. Tara, vielleicht kannst du das, weiß nicht, ob das da noch was kommt, aber ich stelle dich schon mal in den Raum, vielleicht kann das. Ja, ich denke, das ist schon eine Chance. Also ich wollte jetzt auf das, was Maria und Laura gesagt haben, eingehen, aber das passt auch ganz gut. Also zum einen denke ich, ich muss ein bisschen mir eine Träne verdrücken bei dem Video, was vorher gezeigt worden ist. Alles, was immer wieder auftauchte, war Gliamiti, ne? Also die Freunde und überhaupt das, was der Tobias auch, was du vorher gesagt hast, ne? Die Leute wollen sich, also die jungen Leute wollen sich sehen, die wollen sich in den Arm nehmen, zusammen was erleben und so. Und ich denke auch durch meine Reisen und durch meine Arbeit international, man muss, glaube ich, man muss vorsichtig sein, dass man in Technik immer die Lösung sieht für alles. Also es ist so eine Gefahr da in dieser Corona-Zeit, wir haben jetzt hier noch eine Plattform und da noch eine Plattform und da haben wir jetzt ein Online-Seminar und so weiter.
es ist schön, dass man sich dann irgendwie sozusagen das Gewissen erleichtert hat oder dann gesagt hat, okay, wir haben den Inhalt irgendwie raus in die Welt gesendet, ne? Aber man muss auch schauen, was die Empfängerin, der Empfänger, was die Kinder, die Jugendlichen, die Eltern damit zu Hause machen. Da wurde schon angesprochen, ne? Haben die überhaupt Internet? Wie gut ist das Internet? Das klappt ja bei uns ja nicht mal richtig heute. Ne? Ja, also das ist schon mal ein Punkt. Ne? Haben die überhaupt Endgeräte? Ist es vielleicht so, dass es nur einen Laptop gibt in der Familie? Ne? Wo steht der? Ne? Haben die einen Arbeitsplatz? Sitzen die dann in der Küche oder sitzen die dann im Wohnzimmer, in der die ganze, wo der ganze der Fernseher läuft, ne? Oder was total laut ist? Die Eltern vielleicht nicht so viel Bildung haben. Und dass sie das auch nicht so wichtig nehmen oder dann immer die Kinder immer wieder gestört werden, bei denen sie, also wenn sie Hausaufgaben machen. Das Thema häusliche Gewalt habe ich auch schon angesprochen. Also ich finde zum Beispiel auch wichtig, dass man, natürlich ist man als Lehrer jetzt in dieser Zeit total gefordert, ne? Also du, Tobias zum Beispiel, was du vorher gesagt hast mit diesen Doppelschichten, dass man dann die einen dann ja vor Ort betreut und dann, ne, rauscht man nach Hause und versucht die anderen noch irgendwie online abzuholen. Auch immer wieder nachfragen, ne? Anrufen. Was ist denn mit manchen, die sich gar nicht melden? Ne? Außer die haben, manche haben gar keinen Bock, irgendwie online was zu machen. Aber vielleicht manchen Kindern geht es auch nicht gut, manchen Jugendlichen. Das muss man immer wieder schauen. Was ist da, was machen die Leute, wo die online, also die Empfänger und Empfängerinnen. Ne? Und zum Thema, ja, ob es jetzt mehr Zugang geben kann, auf jeden Fall. Also durch Bildungsangebote, die online sind, gibt es natürlich auch mehr Chancen, ne, dass es mehr Teilnehmer gibt. Das Konzept ist ja auch nicht neu. Also es gibt ja diese Massive Online Courses, die MOOCs, ne, dieser tolle Name. Und ja, also eigentlich nichts Neues, aber ich glaube, Corona hat es jetzt geschafft, mehr, also uns dazu gezwungen, als menschliche Gesellschaft irgendwie Dinge zu beschleunigen, die schon da waren. Und, aber man kann Dinge nicht ersetzen. Ne? Und der Mensch ist ein soziales Wesen. Ja, kann man nicht alles ersetzen. Ja, Taraka, ich würde da gerne ansetzen. Man kann manche Dinge nicht ersetzen. Als ich die Frage gehört habe, eben habe ich spontan gesagt, auf keinen Fall. Also das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, ja, Flugkosten zu minimieren und so eine Art Zahlenspiel. Aber das, was einen Austausch ausmacht, sind ja die gemeinsamen Momente. Das heißt, die Begegnung, zusammen den Alltag teilen, zum Fußballtraining hier zu gehen oder gemeinsam auf den Markt dort, in der Familie wohnen, zu riechen, wie riecht echter Fisch frisch aus dem Meer mit Reis und unten auf dem Boden in der Schale essend. Und wie ist der Kebab wirklich in Deutschland? Also das kann ich ja nicht über Videokonferenzen vermitteln. Dementsprechend glaube ich, dass die Begegnungsidee vor, nach und für immer weg von Corona gedacht immer nur in der Realbegegnung liegen kann. Wir versuchen eigentlich schon seit geraumer Zeit bei uns an der Schule, also unser Slogan ist immer, wir reisen nie für uns selbst, sondern immer auch für andere. Das bedeutet, jeder, der mitmacht, ist hinterher ein Multiplikator. Das heißt, er verpflichtet sich in Tippelchen. Das ist für viele dann hinterher auch eine große Ehre, in Klassen von der Reise zu berichten und auch seinen Kores oder sein weibliche Kores dann mitzunehmen in andere Klassen. Das heißt, wir versuchen, sagen wir mal, wenn wir 12 bis 15er Delegationen hin und her reisen lassen, dass die dann durchaus 400-500 andere Menschen treffen. Also das ist unser Weg schon vor Corona gewesen. Den werden wir jetzt nach Corona noch intensivieren, weil der Schatz sozusagen der Realbegegnung, der ist jetzt erst sichtbar geworden in der Zeit, wo man es eben nicht machen kann, wo man tatsächlich auf digitale Medien angewiesen ist. Das ist immer eine Chance. Und wenn man über Projekte redet, machen wir auch hier und da digitale Vernetzung in der Projektgenese. Aber es ist nie ein Ersatz für eine Begegnung, selbst wenn Flugkosten und Ähnliches natürlich jetzt wegfallen. Und rein finanziell könnte man jetzt sagen, 100 und 100 begegnen sich. Aber in der Masse ist nicht immer die Klasse. Und ich glaube, wir müssen den Weg der Realbegegnung unbedingt beibehalten. Also es kann keine Alternative sein, zu sagen, wir treffen uns nicht, sondern wir treffen uns virtuell. Das ist nicht die Idee von Begegnung, die wir leben. Und ich glaube auch, die UNESCO-Familie lebt, wenn ich von vielen anderen Partnerschaften höre. Wir sind sehr vernetzt untereinander, ob das Tansania ist, Kenia, Namibia, Elfenbeinküste, im afrikanischen Kontext, aber auch in Südamerika oder Asien. Es ist immer das Vor-Ort-Sein und immer das Spüren, das Fühlen. Und mit dem Herzen gucken. Und ich glaube, das ist digital nicht möglich. Und das ist auch gut so.
Das waren richtig schöne Worte gerade. Danke dafür, Tobias. Ich fand es voll wichtig, dass ihr gerade gesagt habt, Digitales kann nicht alles ersetzen. Und ich wollte da nochmal auch aus persönlichen Beweggründen nochmal das Thema Achtsamkeit und Selbstachtsamkeit in die Runde werfen, weil ich merke auch durch die aktuelle Situation, erstens, dass man Kopf- und Rückenschmerzen kriegt vom vielen vorm PC sitzen und zweitens, dass man auch, oder ich will jetzt gar nicht für alle reden, sondern dass ich auch nicht mehr so gut abschalten kann, weil auf einmal ist Uni und Ehrenamt, das liegt alles nur noch zu Hause in meinem kleinen WG-Zimmer und man hat nicht mehr dieses von der Uni oder von der Arbeit oder von der Schule nach Hause kommen und ankommen und abschalten, sondern es ist auf einmal alles an einem Ort und es gerät alles durcheinander, auch weil man vielleicht nicht mehr die Struktur hat, wie man sie sonst hat. Und aus dem Punkt oder aus dem Grund heraus ist bei mir gerade auch das Thema Achtsamkeit noch mal viel, viel wichtiger geworden als vor der Corona-Zeit, weil man sich jetzt viel aktiver die Zeit nehmen muss, um mal abzuschalten und um gerade nicht am Rechner zu sitzen. Und abschalten ist jetzt vielleicht auch nicht mehr vor Netflix sitzen, weil das wäre dann schon wieder Laptop, sondern es ist jetzt viel eher bei mir auch mal wieder ein Buch lesen oder rausgehen oder einfach nur aus dem Fenster schauen. Und ich glaube, das ist auch was, was bei vielen Corona-Konzepten gerade nicht so gut berücksichtigt werden kann oder zumindest nicht berücksichtigt wird. Was macht das eigentlich psychisch gerade mit uns allen? Weil, wie gesagt, bei mir an der Uni wird gerade vieles auf Selbststudium ausgelegt und dabei wird, glaube ich, nicht so viel darüber nachgedacht, was macht das eigentlich mit Studierenden, wenn man den ganzen Tag nur noch alleine zu Hause irgendwelche Reflexionen schreibt. Und wie wichtig wäre vielleicht eigentlich gerade der Seminarkontext mit anderen Studierenden? Das finde ich gerade sehr, sehr schade, dass das irgendwie zu kurz kommt. Und genau das in Lernen, sozusagen ins Lernen reinzubringen, das ist genau, also das, was ich vorhin versucht habe, mit Kompetenzen nochmal sozusagen ins Feld zu führen. Also was ist denn sozusagen die Aufgabe, was soll denn vermittelt werden für zukünftige WeltbürgerInnen in dieser Gesellschaft? Worum geht es denn? Also auch ein Stück weit Selbstkompetenz sicherlich zu erlernen, aber dann auch einfach mit Dingen umgehen zu können, mit Unsicherheiten, wie Flexibilität auch einzufordern. Was bedeutet das eigentlich? Was muss ich da eigentlich auch dafür mitbringen? Und das eben auch in Schule zu bringen, also in Bildungssystemen oder in Bildungssysteme auch einzubringen. Das ist, denke ich, was definitiv auch eine Aufgabe ist für die nächsten Jahre. Und das ist dann auch nochmal, Eike, ohne dass ich dich jetzt sozusagen überspringe. Aber genau eben auch die Frage, die da jetzt noch gestellt wurde in dieser Runde, wie Bildung sozusagen auch sich in Zukunft positiv, nachhaltig, langfristig verändern kann und auch mit diesen positiven Erfahrungen vielleicht sozusagen, die man jetzt auch mitnimmt, wie die in Zukunft auch umgesetzt werden können. Auch das ist was wir nicht erst sozusagen jetzt seit März 2020 eigentlich angehen. Es gibt so viele Akteure im Bildungsbereich, die sich schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten dafür einsetzen, dass Bildung, gerade auch Bildung in Deutschland, nicht mehr so sehr diese preußische Idee verfolgt, sondern wirklich eben auch WeltbürgerInnen sozusagen hervorbringen kann. Das ist ja letzten Endes was, wo sozusagen schon ganz, ganz viele Leute dran sind. Und diese Frage ist eben wirklich, wie schwerfällig ist Bildungssystem an sich in Deutschland? Also wie kriegen wir es hin, wenn Bildungsministerkonferenz oder Ministerinnenkonferenz ist und dann erstmal, oder weiß ich nicht, ich habe es heute gelesen, im Mai irgendwie sich keiner so richtig irgendwie äußern möchte, weil alle müssen mal schauen. Und dann wird jetzt irgendwie so super schnell dann doch irgendwie auf Schulöffnungen gedrängt. Aber diese wirklichen inhaltlichen Fragen, die stellt sich sozusagen keiner, das möchte ich nicht sagen. Aber genau diese Fragen müssten eben auf Verwaltungsebene und auch auf politischer Ebene angegangen werden. Und das sind eben, glaube ich, auch die Bereiche, die gerade unglaublich schwerfällig noch sind. Aber es gibt eben viele, es gibt super gute Beispiele an Schulen, auch an vielen UNESCO-Projektschulen. Und es gibt eben auch viele Akteure im nonformalen Bereich, die sagen, gut, wir haben hier Kontakte zu Schulen oder auch
zu anderen formalen Bildungseinrichtungen, auch schon im Kita-Bereich zum Beispiel, wo genau das schon gelebt wird, wo man sagt, wir haben außerschulische Lernorte der BNE beispielsweise. Und dort können wir eben experimentieren, dort können wir lernen, dort können wir Reflexionsräume schaffen. Aber es wird eben manchmal sozusagen dann auch diese Barriere aufgebaut, dass das dann eben auf einzelne Institutionen letzten Endes abgewälzt wird, so wie es jetzt eben auch gerade aktuell ist, ist zumindest mein Eindruck. Schule muss sich selbst jetzt sozusagen kümmern, wie sie sich öffnet und wie nicht und wie sie jetzt mit Schulclouds umgeht oder nicht und wie sie jetzt versucht, Stundentafeln neu sozusagen zu gestalten oder noch diesem hinterher zu rennen, wir müssen Stundentafeln jetzt noch irgendwie kriegen. Das sind alles eben sehr, sehr mitunter so starre Konzepte von Bildung und von Lernen, die es eben jetzt aufzubrechen gilt, auch ein Stück weit oder eben mit den guten Beispielen, die auch in den letzten Jahren schon eigentlich vorliegen, jetzt in die Breite getragen werden müssten. Das ist sicherlich die große Aufgabe, die jetzt eben auch geleistet werden muss. Und da denke ich schon, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, Florian auch noch mit eingebracht hat. Seit 2020 gibt es jetzt sozusagen die neue Runde ESD for 2030, also Education for Sustainable Development bis 2030, da auch nochmal wirklich auf internationaler Ebene Bildung anders zu denken. Und da gibt es eben auch von zivilgesellschaftlicher Seite her gute Statements, gute Stellungnahmen, wo genau das gefordert wird, Bildung sozusagen grundsätzlich einfach jetzt auch erweitert zu denken. Und da, denke ich, sollte man wirklich auch zusammen irgendwie vorangehen und da ganz, ganz viel Kraft reinstecken, das zu befördern. Ich stelle nochmal die Frage in die Runde für alle anderen, die vielleicht gerade noch nicht gelesen haben oder auch für die ZuschauerInnen, die jetzt auch gar nicht lesen können. Eine Frage in die Runde. Glaubt ihr, Bildung wird sich durch die Krise wirklich nachhaltig verändern? Wie können positive Aspekte konserviert werden? Super Frage, so wie alle Fragen. Was ich interessant finde, das hat der Tobias vorher angesprochen, was ist überhaupt Bildung? Also wo findet Bildung überhaupt statt? Ne? Du hast dann gesagt gehabt, man lernt dann, wie man älteren Menschen hilft, ne? Oder wie man zum Beispiel, so praktische Sachen, die eigentlich jetzt so in diesem starren Bildungsideal, was man vor allem so im Westen verfolgt, jetzt eigentlich keinen Platz haben. Also man muss irgendwie wissen, wie das Gesetz des Pythagoras, wie wichtig das ist, habe das bis heute immer noch nicht verstanden, aber gut. Solche Geschichten, ne? Und ich finde das, also zum einen dieses, was halt auch in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern schon immer gelebt wird, ne? Dass man zum Beispiel, ich habe das in Bolivien oder Peru erlebt, ne? Dass man die kleinen Kinder dann mitnimmt. Also hierzulande wird es dann als Kinderarbeit immer kritisiert, aber dass die kleinen Kinder dann mitgehen aufs Feld oder zum Fischen und dass die dort irgendwie praktische Skills lernen. Ne? Oder eben zum Beispiel, dass man lernt, wie man ein Fahrrad repariert und solche Dinge oder auch dieses soziale Miteinander. Und was ich spannend finde, jetzt auch im Rahmen der aktuellen politischen Lage, ich glaube, wir müssen uns keine Gedanken machen, was positiv hängen bleibt oder nicht, weil ich glaube, die Gesellschaft, und auch wie du, Tobias, vorher gesagt hast, die Erwachsenen von morgen, die wissen das schon. Ich glaube, die selbst halten daran fest, also jetzt auch im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung, dass junge Menschen, die sich vorher noch nie getraut haben, auf eine Demo zu gehen, jetzt auf eine Demo gehen, sich für etwas einsetzen und sehen, oh, da ist etwas, da muss sich etwas bewegen, ne? Und wir können da zusammen etwas schaffen. Und dass es vielleicht auch neue Themen auf die Agenda, auf die Bildungsagenda bringt, die so in der Form noch gar nicht drin sind, ne? Und über die sich auch die Gesellschaft Gedanken machen muss, wie kann man das neu verankern? Ne? Wie stark können wir an den Inhalten, Satz des Pythagoras und so weiter, festhalten? Oder sind vielleicht andere Dinge viel wichtiger, um wirklich diesen Gedanken der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu tragen? Um was geht es denn eigentlich? Es wird später nicht abgefragt, ne, hast du irgendwelche mathematische Gleichungen verstanden, sondern wie wird man Weltbürgerin, Weltbürger? Ja, und wie kann man eine gute Zukunft gestalten? Und das sind eben nicht die klassischen Inhalte.
Da würde ich ganz gerne einfach kurz anschließen. Und zwar, ich bin nicht nur Nachhaltigkeitswissenschaftlerin, sondern auch Geografin und ich habe in meiner Masterarbeit mich mit der Südtiroler Bildungslandschaft beschäftigt und da überlegt, wie da Planspiele im Sinne von BNE eingebracht werden können. Und da habe ich eben überraschenderweise natürlich auch festgestellt, dass der Geografieunterricht das natürlich total gut, das ist das Hauptziel des Geografieunterrichts, ist Bildung für nachhaltige Entwicklung zu machen. Das heißt, da passiert es, der Knackpunkt ist, und das ist auch nicht nur in Südtirol der Fall, sondern auch in Deutschland, dass Geografieunterricht einfach nicht viel unterrichtet wird, dass es in der Oberstufe nicht verpflichtend ist, dass er mit sehr wenigen Stunden unterrichtet ist. Genau, und das zeigt das schon, weil Geografie bringt so viele Perspektiven zusammen, der wird interdisziplinär gedacht, der wird komplex gedacht, der wird kritisch hinterfragt, warum Umweltprobleme so sind, wie sie sind, dass die nicht zufällig passieren. Ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass der Geografieunterricht plötzlich alles überschatten soll, aber ich sehe ein großes Potenzial auf jeden Fall darin. Das wollte ich kurz teilen. Vielleicht würde ich doch gerne an der Stelle auch eine Lanze für den Satz des Pythagoras brechen wollen. Ich glaube, dass, wenn ich mir überlege, was ich doch im Matheunterricht lerne, dass es ja alles Themen oder alles Sachen sind, wahrscheinlich wird es noch ein bisschen dauern, bis ich in meinem Leben eine Kurvendiskussion machen muss. Aber wenn ich einen Schritt weiter denke, dass es ja ganz oft darum geht, dass ich mir aneigne, wie ich wahnsinnig abstrakte Sachen betrachten kann und darüber nachdenken kann und dass ich sozusagen Denkmuster an die Hand gelegt kriege, die ich ja anwenden kann. Und ich glaube auch schon, dass es natürlich irgendwo was Praktisches geben muss für Bildung, aber dass auch irgendwo so ein humanistisches Bildungsideal verfolgt werden muss. Und ich finde, beides kann sich gut ergänzen und beides interagiert auch auf unterschiedlichen Art und Weisen miteinander. Vieles ist natürlich nicht sichtbar. Eine Gedichtsanalyse ist natürlich andere Fähigkeit, als wenn ich ein Fahrrad reparieren kann. Aber ich glaube, beide Fähigkeiten müssen auch in Bildung mittransportiert werden, beides auf seine Art und Weise. Dann breche ich vielleicht kurz die Lanze für das Gegenstück zum Satz des Pythagoras. Und zwar möchte ich nochmal auf das zurückkommen, oder eigentlich fasst das vieles von dem, was gerade gesagt wurde, ganz gut zusammen, dass wir im UPenn auch immer dafür plädieren, dass, wie das Stichwort Flexibilität, dass der oder dass Bildung, wie sie aktuell besteht, mehr Raum lässt für informelles Lernen, auch in Form von Vereinen und Verbänden und für ehrenamtliche Tätigkeiten, und dass solche Sachen auch einen Platz finden in Bewertungsmaßstäben oder in irgendeiner Form mehr Anerkennung bekommen und mehr Raum bekommen, als sie es aktuell tun. Wir merken das selber ganz oft. Aktuell ist es eine andere Situation, aber wenn wir, also das UPenn macht auch viel Lobbyarbeit, wir reden auch viel mit PolitikerInnen, und solche Termine finden sehr, sehr gerne an einem Mittwochvormittag um 10 Uhr statt, wo man sich dann fragt, wenn die Politik gerne die Stimme von jungen Menschen haben möchte, warum finden solche Termine genau dann statt, wenn junge Menschen eigentlich in der Schule oder in der Uni sitzen? Und wir machen das ehrenamtlich und wir nehmen uns gerne die Zeit und wir lassen uns gerne von Schule oder Uni befreien, sofern es möglich ist. Aber warum könnten nicht PolitikerInnen sich auch mal Zeit am Wochenende nehmen, wo vielleicht Schülerinnen und Schüler können? Das ist immer so eine spannende Frage, auf die wir gerne wieder stoßen und für die wir uns immer wieder stark machen müssen, weil das leider immer noch nicht so gut klappt. Und deswegen vielleicht die Wunschvorstellung für die Zukunft, dass Schule und Uni, wobei es bei Uni schon besser klappt, aber dass Schule mehr Raum für informelle und ehrenamtliche Arbeit lässt und die auch irgendwie mit anerkennt. Vielen Dank. Ich würde gerne nochmal eine abschließende Frage stellen, die mir noch unter den Nägeln brennt, die ganze Zeit schon. Und zwar ist das mal aufgekommen, dass ja im Moment eine Situation ist, mit der wir, können mich noch hören? Ja, gut. Dass ja im Moment gerade noch eine Situation ist, wo die ist komplex. Und Planung, wie wir sie kennen, passt mit Komplexität nicht zusammen. Also das ist ganz schwierig, in Komplexität zu planen, weil das fährt den Karren dann nämlich gegen die Wand. Und dann kommt man nämlich immer wieder mit so Strukturen in
in Berührung, wie zum Beispiel, dass PolitikerInnen ein Treffen auf den Mittwochmorgen legen. Da ist so ein bisschen meine Frage, wie können wir denn in diesen komplexen Situationen navigieren, wenn die Welt um uns herum versucht, nicht komplex zu sein? Also speziell die Welt, die von Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Das war jetzt gerade noch ein bisschen abgehackt, sodass wir die Frage nochmal zusammenbekommen. Ja. Also wie können wir in diesen Komplex navigieren, auch wenn wir in Zusammenhängen agieren oder wenn die Welt um uns herum immer versucht, sehr quadratisch zu sein und festgeplant und linear, obwohl der Rest der Welt eigentlich nicht linear funktioniert? Ist eine große Frage vielleicht fürs Ende. Also was mir jetzt spontan einfällt, es gibt ja diesen Spruch, das Einzige, was beständig ist, ist der Wandel. Ja. Und ich denke, dass der Mensch hat es geschafft, auf den Mond zu fliegen. Ich denke, dass es immer wieder Lösungen gibt, Lösungen gefunden werden, weil es einfach den Leidensdruck gibt, weil es einfach den Druck gibt, um Lösungen zu finden. Und das hat man jetzt auch entdeckt. Ne? Es geht weiter. Und deswegen gibt es Anlass zur Hoffnung. Ja. Und also weiß ich nicht, sonst gibt es jetzt keine Standardlösung dafür, aber ich denke, der Mensch hat es so weit geschafft, sich zu entwickeln, und ich bleibe da hoffnungsfroh, dass es auch so, dass es immer wieder Lösungen gibt für Probleme. Und zum einen, das ist jetzt auch keine sozusagen ganz neue Erkenntnis, in den 70er Jahren schon im Beutelsbacher Konsens für die sozusagen politische Bildung formuliert worden, komplexe Dinge komplex darstellen, sozusagen da eine Forderung, also sozusagen für den Bereich politische Bildung, aber ich denke, das trifft natürlich auch den Bereich BNE sehr, sehr stark, also da wirklich mit den Dingen, die man vermittelt, in der formalen, aber auch in der nonformalen Bildung, Dinge nicht einfach sozusagen nicht runterbrechen, um leichte, einfache Lösungen zu finden. Wir sehen ja jetzt in Brasilien und in den USA, wohin das mitunter führen kann. Und also sozusagen, das ist eben auch Aufgabe, wenn wir es jetzt wieder auf den schulischen Bereich nehmen, für Lehrerausbildung, für Lehrerfortbildung, für Empowerment von Lehrkräften, aber eben auch von ModeratorInnen und von MultiplikatorInnen im außerschulischen Bereich, dass da sozusagen die Kräfte gestärkt werden, genau damit umgehen zu können und auch diese Dinge sozusagen aushalten zu können, Meinungsbildung tatsächlich zu befördern und nicht einfach eine Meinung vorzugeben, die dann sozusagen verfolgt werden sollte als diejenige, die als richtig angesehen wird. Das ist sozusagen der eine Bereich für die Vermittlung, aber eben auch, und das ist, muss ich auch nochmal sozusagen eine Lanze brechen, fürs globale Lernen und für BNE auch an sich, das sind ja die Dinge, die wir letzten Endes eben auch schon machen, Verknüpfungen darstellen, lokale Verknüpfungen. Also wie hat das Handeln, mein Handeln hier vor Ort mit dem Leben anderer Menschen zu tun? Was hat was hat das Schnitzel auf meinem Teller mit der Abholzung des Regenwaldes zu tun? Das sind ja die Dinge, die verknüpft werden. Und erst wenn ich diese Zusammenhänge herstelle, dann kann ich auch mit solchen sozusagen Unsicherheiten ganz anders umgehen. Ich will nicht unbedingt sagen besser, aber zumindest habe ich dann schon mal über meine, 9, 8, 9, 10, 12 Jahre Schule und dann vielleicht auch noch über eine gute Ausbildung oder auch eine gute universitäre Hochschulbildung, die Möglichkeit, diese Dinge zu verfestigen. Das heißt, Lernen in Projekten, Lernen sozusagen Verknüpfungen herzustellen und wirklich sozusagen diese Verbindungen zu sehen, Zielkonflikte auszuhalten, Ambiguitätstoleranz sozusagen, darum als schweren Begriff zum Schluss. Das sind Dinge, die eben auch tatsächlich sozusagen Bildung im 21. Jahrhundert leisten können werden muss. Genau, vielleicht noch ein letztes Statement von Tobias und dann. Ja, es sind jetzt so viele Lanzen gebrochen worden, jetzt muss ich das auch nochmal machen. Als Lehrer an einer UNESCO-Projektschule, was ich mir wünsche, ist, dass Schule auch deutlich positiver wahrgenommen wird, als es leider gemeinhin der Fall ist. Das Problem von Schule ist ja, dass jeder meint, mitreden zu können. Jeder war in der Regel in einer Schule und hat irgendwelche Negativbilder, sei es Pythagoras oder sei es
dieses, jenes oder solches. Wenn wir uns angucken, ich habe Abitur 2003 gemacht, was Schule in den letzten 17 Jahren schon für einen Wandel durchgemacht hat. Ich werfe drei Vokabeln ein. Erste Vokabel, Whole School Approach. Das gab es früher nicht. Das heißt, die Öffnung, das Streben über die Schulmauer hinweg, verknüpfen mit der Kommune oder dem städtischen Raum, mit Playern, NGOs und so weiter. Zweites Stichwort, internationale Partnerschaften. Wer von Ihnen oder euch hat einen anderen Kontinent im Rahmen der Schulzeit besucht? Gab es früher nicht. Das heißt, die Dinge haben, ja okay, dann noch sehr jung, aber die Dinge haben sich verändert. Und das Dritte, was ich mir wünsche, ist auch Wertschätzung für Lehrerinnen und Lehrer. Das sage ich jetzt nicht, weil ich einer bin, sondern weil ich einfach mir wünsche, dass diejenigen, die nicht verstehen wollen, dass Corona keine verlängerten Ferien sind, dass diese Menschen mal sich überlegen, was ein Lehrer im Moment Tag ein, Tag aus leistet. Ich würde da gerne an Laura anschließen. Du hast vorhin gesagt, dass du sozusagen die Trennschärfe zwischen Universitärem und Privatem und Ehrenamt nicht mehr triffst. So ist es bei Lehrern genauso. Homeoffice bedeutet für uns schlimmer als vorher, dass Schule nie abgeschlossen ist. Ein Lehrer hat nur innerhalb der Sommerferien die Möglichkeit, ein Schuljahr abzuschließen. Auch Herbst, Winter und Osterferien sind keine Ferien, sondern das ist unterrichtsfreie Zeit. Dementsprechend haben wir jetzt eine noch geringere Trennschärfe zwischen dem, was mal Freizeit war und dem, was schulische Verpflichtung ist. Man fühlt sich verantwortungsvoll für seine Lernerinnen und Lerner. Das heißt, genau das wünsche ich mir, diese Wertschätzung und weg von diesem Feriendenken und überbezahlt und andere Stereotypen. Und als Abschluss möchte ich mit einem kleinen Bild schließen, weg von Pythagoras. Ich möchte mal den Sportunterricht in den Blick nehmen. Ich habe vor kurzem mit einer Sportkollegin gesprochen, sag mal, was machst du eigentlich? Wie ist Sportunterricht mittlerweile, weil es nicht mein Fach ist? Und da hat sie mir in einer Dreiviertelstunde erklärt, wie Sportunterricht mittlerweile angelegt ist. Das ist nicht mehr, ein Lehrer wirft einen Ball in die Mitte und die spielen Fußball, sondern da entwickeln Schülerinnen und Schüler eigene Lernspiele, eigene Gruppendynamiken werden entfacht. Das heißt, allein an diesem kleinen Fach Sportunterricht können wir schon sehen, welchen Wechsel und Wandel Schule durchgemacht hat. Ich glaube, wir müssen in Schule gar nicht alles neu denken. Wer das nicht glauben kann, den lade ich ein, an eine der 300 UNESCO-Projektschulen in Deutschland zu kommen. Denn dort wird er genau das erleben, was Bildung ausmacht. Wunderbar. Vielen Dank, Tobias. Das war ein klares Statement zum Ende. Genau. Was wir jetzt machen wollen, es ist nämlich schon 9:04. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für diese ganzen tollen Redebeiträge, für diese ganzen Aspekte und Punkte, die ihr genannt habt, für die Fragen von den ZuschauerInnen und für die ZuschauerInnen, dass ihr da wart und immer noch da seid. Ich möchte an dieser Stelle schon mal direkt darauf hinweisen, dass alle ZuschauerInnen und Gäste, glaube ich, auch gleich nach Ende der Veranstaltung einen Evaluationslink, also eine Evaluationsumfrage bekommen werden. Und ich möchte euch im Namen von Kulturweit herzlich bitten, daran teilzunehmen. Dann wissen wir nämlich, was können wir beim nächsten Mal besser machen, was hat gut geklappt, was war total toll und genau. Genau. Und jetzt habe ich eine letzte, genau, der Link, der kommt auch ganz automatisch, wird mir gerade noch zugeschickt. Also wenn, kommt nach Ende des Gesprächs automatisch. Ich habe jetzt noch eine ganz letzte Frage für euch, die jede und jeder von euch noch einmal beantworten kann in einem Satz, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Aber vielleicht habt ihr einfach einen Stichpunkt. Oder ein Wort dafür oder einen Satz. Und die Frage ist, das frage ich immer gerne nach so einem Gespräch, welche neue Erkenntnis hast du heute mitgenommen? Und ich gebe das gerne einmal in die Runde, wie gesagt, so einen Satz oder ein Wort oder was auch immer jetzt gerade kommt. Und danach machen wir Feierabend. So, dann lege ich mal los. Also ich lerne, lästere nicht über den Satz Pythagoras. Das ist meine erste Erkenntnis. Ja, also Mathe war nicht mein Lieblingsfach, das hat man jetzt unschwer erkennen können. Nee, im Ernst. Also was ich heute mitnehme ist, es hat total Spaß gemacht, mit euch über die BNE zu diskutieren und zu schauen, wohin geht die Reise. Und ich bin nach dem heutigen Gespräch
hoffnungsfroh. Also ich denke, dass es gute Ansätze gibt und dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die sich einsetzen, um zu schauen, wie kann man flexibel umgehen mit den Veränderungen. Und es macht auch Hoffnung zu wissen, dass Schule nicht mehr so ist. Ich habe auch 2003 Abi gemacht, Tobias. Es ist schön. Es ist schön, dass sich etwas entwickelt hat. Also ja, vielen Dank an euch und auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Dann mache ich mal weiter. Ich bedanke mich auch erstmal. Ich habe vorher noch gesagt, dass ich wahrscheinlich lieber passiv bleiben möchte. Das hat nicht so gut geklappt. Daher seht ihr, dass es viel Spaß gemacht hat und ich auch gerne meinen Senf dazugegeben habe. Und ich hoffe, dass das irgendwie auch für alle was gebracht hat. Ich nehme auch ganz viel Motivation und Hoffnung mit. Und was gerade am meisten noch in meinem Ohr klingt, ist das Zitat: Das Einzige, was beständig bleibt, ist der Wandel. Was ich ganz bereichernd fand, abgesehen jetzt sozusagen von dem Austausch sowieso mit euch und hoffentlich auch für die Zuschauenden draußen sozusagen auf YouTube und auch hier direkt jetzt im Stream, ist nochmal der Punkt Wissensvielfalt. Also tatsächlich auch nochmal den Blick zu weiten, ist sozusagen nur das, was wir als das Wissen sozusagen ansehen, auch das einzige Wissen eigentlich, auf das man zugreifen kann. Also gibt es nicht eigentlich auch weltweit noch ganz, ganz viele andere, sagen, Wissensbestände, auf die wir auch zurückgreifen können, aus denen wir vielleicht auch für die aktuelle und auch für die zukünftige Situation nochmal ganz, ganz viel mitnehmen können. An Flexibilität, an Zirkularität, eben nicht sozusagen linear nur zu denken. Also diesen Punkt nehme ich auf jeden Fall auch nochmal für mich mit und gerne auch nochmal für alle anderen für den Abend. Ich danke euch, es war wirklich ganz, ganz toll. Ja, von meiner Seite ganz kurz nur, ich nehme zwei Dinge mit. Das eine ist das Bild, was die Abiturientin des Jahres 2003 aufgeworfen hat, dass Corona sozusagen eine Lupe ist. Das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, das gefällt mir sehr gut. Danke dafür, das wird jetzt hier im Harz auch verbreitet werden. Und das zweite, was ich mitnehme, ist der Begriff Flexibilität. Ich glaube, das gilt für alle Beteiligten, also sowohl die Player in Schule, damit meine ich nicht nur die Lehrer und Schüler, sondern auch die Eltern und auch das Umfeld, aber eben auch die Instanzen, die jetzt hier in der Runde ja auch zahlreich vertreten waren, drumherum. Wir müssen flexibel bleiben und vor allen Dingen engagiert. Ich glaube, der Weg ins Engagement geht nur über engagierte Leute. Und wenn wir nicht engagiert wären, dann würden wir nicht am Freitagabend über so derart schwere Themen diskutieren, sodass ich irgendwie ja auch sehr bereichert aus dieser Diskussion herausgehe und mich bedanke, dass ich auch als Teilnehmer mitwirken durfte. Es war großartig. Dann schließe ich da sehr gerne an. Ich kann mich tatsächlich an die meisten Punkte, die gerade schon genannt wurden, auch sehr gut anschließen. Ich fand es super bereichernd und das Wort, was ich mitnehme, ist Zuversicht. So heißt tatsächlich auch unser Schiff, mit dem wir meistens unterwegs sind, was für ein BNE-Schiff eigentlich ganz passend ist. Genau, und ich freue mich einfach, wie auch so super engagierte Menschen hier zu sehen, was ja auch irgendwie der digitale Raum bietet, dass man sich da genau noch besser vernetzen kann. Und ja, ich gehe jetzt frohen Mutes ins Wochenende und freue mich, meine hygienischen Tagesturns auszuarbeiten. Dann würde ich wahrscheinlich auch abschließen. Ich würde mich einerseits nochmal sehr bedanken für die Möglichkeit, dass wir hier auch unsere Corona-Resolution vom UPenn und durch das UPenn vorstellen durften. Und ich finde mal, am Ende von solchen Veranstaltungen habe ich das Gefühl, dass ich doch eigentlich viel weniger weiß, als ich dachte zu wissen. Und ich es immer sehr spannend finde, was alles eigentlich in Deutschland oder ganz generell in dem Bereich nachhaltige Bildung passiert. Und deswegen macht es mir immer umso mehr Spaß, an sowas teilzunehmen. Schön, herzlichen Dank. Ich möchte auch teilen, was ich mitnehme, und das ist auch die Lupe mit Corona, dass Corona quasi den Wassertropfen, das nochmal so ein bisschen vergrößert, was in der Gesellschaft schon da ist und es sichtbar macht. Das ist eine Erkenntnis, die ich heute, eine neue Erkenntnis, die ich mitnehme, und da bin ich sehr dankbar für. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, also bei euch Diskussions- und oder GesprächsteilnehmerInnen. Ich möchte mich auch bei allen ZuschauerInnen bedanken und
auch bei der Technik. Also bei Anna Sara und Johanna, die im Hintergrund waren, die das mit der Technik alles am Laufen gehalten haben. Genau. Und ja, so kleine Probleme mit Mikrofonen haben wir, glaube ich, im Moment immer noch. Aber wie gesagt, ich glaube, der Weg zur Digitalisierung, da sind wir gerade erst, den haben wir erst gerade angefangen zu gehen. Genau. Es gibt jetzt im Anschluss noch diese Umfrage. Liebe ZuschauerInnen, die möchte ich Ihnen und euch sehr gerne ans Herz legen. Genau, und ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen als vielen Dank, schönes Wochenende und gehabt euch wohl.